In dieser Tüte stecken knapp 5000 Euro. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, werte Zuschauer, zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Retro-Clubs auf Rocket Beans TV, das Format für Retro-Liebhaber und Sparfüchse, wie wir es gleich nochmal auskundschaften werden. Denkt gerne dran, liken, abonnieren und den ganzen anderen Schlüssel zu machen. Aber denkt auch daran, Hallo zu sagen zu Simon. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Eine meiner Lieblingssendungen auf Rocket Beans TV. Meine auch, wer hätte das gedacht? Nein, aber Simon, wenn die Gelegenheit da ist, bist du natürlich immer herzlich willkommen. Hat sich gerade kurzfristig ergeben, dass du hier nochmal mit dabei sein kannst. Mhm. Und ich bin gespannt darauf, weil ich glaube, du kannst zu den Themen, die wir heute aufzeigen, auch durchaus deine Expertise abgeben, weil ich habe es kurz angeteased. Das ist etwas, was ich schon ein bisschen länger in der Vorbereitung hatte. Hier ist der Gegenwert, sagen wir mal, von knapp 5000 Euro drin. Spiele sammeln. Ist ja eine Sache, die wir als langjährige Gamer schon für lange Zeit gemacht haben. Ich meine, du hast Videospiele verkauft in einem Laden, du warst in der Videospielindustrie dann selber unterwegs, hattest eine riesige Sammlung, die du vor einigen Jahren ja abgestoßen hast. Ne? Du hast sie endlich mal verkleinern können. Wahnsinn, verkleinern, ich habe gar nichts mehr. Ich habe wirklich kein einziges Spiel mehr. Es waren 15 Kisten. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich aber auch jemand bin, der halt wirklich raffgierig jede Art von PR-Goodie. Mhm. Also ich hatte da noch irgendwelche Messe-Aufkleber von vor 10 Jahren und so Sachen, die halt schon cool waren. Die original Xbox 1 Verpackung, also nicht die Konsole oder so, sondern die Presseverpackung. Mhm. Das war so ein durchsichtiges, neongrünes Ding und da waren so zwei DVDs drin und all diesen Kram hatte ich noch und Spiele natürlich ohne Ende. Und war froh, als es weg war. Also es waren echt 15 große Umzugskartons, so viele hatte ich. Ich war selbst überrascht. Aber du hast es ja, du findest dann ja überall noch was. Ja, ne? Ja. Im Keller, in den Räumen, wo irgendwie unter der Konsole, hinter. Wenn du dir mal ein Regal geholt hast für Videospiele, wenn es voll ist, wo packst du die? Habe ich noch in dem Schrank irgendwo hinter den drei Kartons noch Platz? Und irgendwo, oh, da sind noch alte PS2-Spiele, was ist da passiert? Ich hatte so eine, für mich war es damals die Besenkammer, weil sie war recht klein, aber war in jede Richtung, war quasi ein Regal. Und du bist reingegangen und du warst einfach in Game Central, weil einfach egal, wo du geguckt hast, waren alte PlayStation-Spiele ohne Ende. Dreamcast-Spiele hatte ich wirklich fast alle, also gefühlt so, weil ich habe irgendwie ja alle immer bekommen und das war eine Zeit, wo viele rauskamen und wo niemand die Spiele wollte, also in der Redaktion, in der ich war. Und deswegen hatte ich dann irgendwann eine Riesensammlung von diesen Pressematerialien. Hammer viel. Also es war richtig belastend. Es ist natürlich das nochmal ein extra Thema, was jetzt nicht direkt auf diese Folge reflektiert, aber wenn du zum Beispiel bei dem Punkt angekommen bist, wo du deine Sammlung verkleinerst oder quasi komplett weggeben musst, weil mittlerweile auch einfach für das Seelenheil ist es gut, wenn man dann nur noch digital unterwegs ist, weil einfach nicht diese ganze Masse an Zeug auf einem drauf lastet. Im Gegenzug, das Sammeln an sich kann ja auch eine positive Sache sein für die Leute, die gerne eine Sammlung aufbauen möchten und vor allem Leute, die jetzt nicht die Gelegenheit hatten damals, weil das Geld gefehlt hatte, sich die Spiele zum Launch zu holen oder vielleicht jetzt kommen wieder Retro-Nostalgiewellen und das Sammeln ist wieder gut für die Leute. Man muss seine Sachen ja auch gekauft haben. Ne? Ja, ich will das, wenn ich dann darüber rede, denken Leute mal, ich greife das an, aber so ist das gar nicht gemeint. Das war nur für mich echt die bessere Entscheidung. Absolut, ich habe das ja über 4 Umzüge mitgenommen und dann macht man sich ja irgendwie auch Sorgen, so ey, man muss es transportieren, dann steht es nur im Keller, du denkst ja, eigentlich will ich es irgendwo hinbringen. Also ich möchte es vor allen Dingen ausstellen und dann merkst du aber auch, wie viel das ist und irgendwie war es doch immer belastend in irgendeiner Form. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber ich habe mich danach sehr freier gefühlt als vorher. Also, ich habe immer auch sehr viel gesammelt. Ich hatte irgendwann bestimmt meine 2000 oder 3000 Spiele, die sich über die Jahre angesammelt haben. Habe aber auch runtergedampft immer wieder mal. Mal geschaut, okay, brauche ich 5 verschiedene Metal Gears? Werde ich noch mal Bomberman 2 auf dem Super Nintendo spielen oder solche Sachen, wo ich privat für mich irgendwann entschieden habe, runterzudampfen. Das ist bei weitem nicht mehr so viel wie vorher, aber ich habe mir trotzdem eine kleine Sammlung, weil ich das auch gerne gemacht habe, dann aufbewahrt. Was mir aufgefallen ist, ich habe natürlich auch Lücken in der Sammlung. Ne? Und ich hadere auch mit mir, soll ich mehr meine Sachen wieder verkaufen? Oder hängt da der emotionale Wert dran? Soll ich mir vielleicht noch mal was dazu holen? Was in den letzten 2, 3 Jahren vor allem sehr verstärkt passiert ist, ist, dass die Sammlerpreise explodiert sind. Absolut. Und da gibt es viele verschiedene Gründe. Und was ich gemacht habe, ich wollte mal dem ein bisschen auf den Grund gehen und schauen, hey, woran lag es, dass wir auf einmal, wenn du jetzt ein gebrauchtes Super Nintendo-Spiel haben willst, auf einmal teilweise hunderte von Euro los wirst in einem guten Zustand? Und warum war das vorher nicht so? Und vor allem, wie sieht es bei mir in der Sammlung aus? Das soll jetzt nicht hier in der Richtung
Richtung, oh, Humble Brag sein, guck mal, was hat der denn noch für wertvolle Sachen dabei. Aber ich finde es einfach so absurd im Gegenwert. Ich bin mal durchgegangen und habe geschaut, da gibt es ein paar interessante Seiten, wo du den Wert gegenchecken kannst, weil das ist ja auch ein bisschen irreführend, wenn du nur auf die eBay-Preise guckst, die ja auch nicht wirklich immer repräsentativ sind. Musst du sie auch verkaufen. Genau, wenn ich auch jemand erstmal kaufen auf eBay. Wenn ich sehe, was ich investiert habe und wie durch die ganzen Blasen, die dann heute aufgebauscht wurden, einfach die Preise so hoch geworden sind. Und hier, da werden wir reinschauen, sind meine momentan 8 teuersten Spiele aus meiner Sammlung hier drin, wo ich teilweise auch verwundert war. Ich habe ein paar andere gesehen, wir werden auch nochmal durch Zahlen durchgehen. Ich habe mir das hier alles schön notiert. Und dann werden wir kurz reinschauen und gucken, warum die jetzt so viel wert sind und zu wie viel die dann losgehen. Ich erzähl's mal wieder gerne, weil das echt das spektakulärste Spiel war, was ich jemals hatte und auch das teuerste. Das war diese, es war ungefähr derselbe Wert, aber es war eben nur ein Spiel von Nintendo. Zelda für den Game Boy, dieses Oracle of Seasons. Oracle of Seasons, diese Presse-Doppelbox, ne? Das sieht aus wie so eine große Schallplatte oder so, ne? Und da waren dann diese beiden Spiele drin und ich hatte die, weil ich das nie ausgepackt habe, wirklich noch eingeschweißt. Und das ist dann halt so der heilige Gral, wenn es auch noch in dieser Plastikfolie ist. Und da war dann das Problem, dass das Leute kaufen wollten, aber am Ende kein Kauf zustande kam. Ich habe es 3, 4, 5 Mal habe ich versucht zu verkaufen und dann irgendwie, ja, ne, die Leute springen dann ab oder sie wollen dich dann irgendwie sie bestätigen und dann wollen sie dich doch wieder runterhandeln und ich denke so, ey Digga, das ist ein fucking Preis, du hast ihn akzeptiert, was soll der Scheiß? Und auch das ging mir irgendwann so auf Nerven, da habe ich es verschenkt. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Absolut, vor allem auch, ich bin auch so ein bisschen vorsichtig bei sowas, gerade wenn du jetzt mit PayPal oder sowas agierst, vor allem, ich habe immer so die Sorge, hey, ich habe irgendein teures Spiel, das will ich verkaufen, ja, und dann gibt's aber den PayPal-Käuferschutz, ne, du als Verkäufer schickst es los und er sagt, ist bei mir nie angekommen, wird im Fall immer des Käufers entschieden, wo ich da sage, okay, wie bin da ich als Verkäufer denn geschützt bei sowas? Exakt, also ich hatte dann... Deshalb bei den modernen Sachen extra nochmal aufpassen, ja, ich bin mir deshalb ein bisschen, ich bin ein bisschen vorsichtiger als ganz früher, wo man noch zu Leuten hingegangen ist oder hier, ich pack das Baby mit Direktüberweisung, ist nochmal ein bisschen was anderes. Ich habe erstmal, da können wir gleich bei den einzelnen Spielen nochmal drauf eingehen und gerne auch deine Expertise nochmal mit dazu nehmen. Ich habe mal 5 kleine Gründe rausgesucht. Das sind nicht alle Gründe, warum die Spiele teurer geworden sind, aber welche, die mir speziell ins Auge gekommen sind. Wir lassen mal das erste Bild einblenden, denn einer der Gründe, warum Spiele so teuer geworden sind, ist unter anderem, dass das Kontingent einfach wesentlich geringer ist an Spielen, die man jetzt haben möchte, weil viele Spiele sind bereits bei Sammlern in der Sammlung gelandet. Na, warte mal ab, bis die alles für NFTs ausgeben und dann bauen sie wieder Kohle und dann verkaufen die den Scheiß. Eine Handvoll machen bestimmt NFTs, aber ich glaube, die NFTs sind bis dahin eh auch nichts mehr wert. Ne, warte mal, aber du hast natürlich recht, aber es kommen ja immer neue, also jeden Tag wird ein neuer Idiot geboren und es gibt auch jeden Tag irgendwie 100 neue NFTs, die, wo jemand sagt, oh, das ist eine gute Idee. Genau, das spielt, glaube ich, aber nicht wirklich auf dem Punkt jetzt hier rein. Nee, ich meine nur, dass wenn die Sammelleidenschaft mal da ist und du irgendwann alles gesammelt hast, sagen wir mal, du willst jedes NES-Spiel haben oder alle PlayStation-Spiele oder Dreamcast, dann hast du die wichtigen. Und ich glaube, dass dann diese Energie auf was anderes übergeht. Dass du dann irgendwas anderes sammelst. Ich will jetzt nicht sagen Hummelfiguren, aber der Sammeltrieb, der steckt in diesen Menschen doll drin. Und das hört nicht auf, nur weil die Sammlung komplett ist. Happy Hippos. Aus dem siebten Ei. Ist das der Shit? Das war der Shit. Das war der Shit. Aus jedem siebten Ei die Happy Hippo-Figuren. Ich wusste nicht, dass die was wert sind. Ja. Ich habe auch keine Ahnung. Wahrscheinlich komplett. Nur mal so eine Geschichte. Ich habe bei Giga, haben wir irgendwie immer aus irgendeiner Zeit, also irgendeinem Grund, haben wir Pokémon-Karten geschickt bekommen. Und dann hatte ich, weil die wollte wirklich keiner, waren wirklich solche Klötze immer. Und dann habe ich dann irgendwann mal, als ich umgezogen bin, habe ich einfach so wirklich über den Tisch und dachte, naja, Pokémon-Karten, keine Ahnung, ich nehme sie mal mit. So. Und dann lagen die da wirklich bei mir Ewigkeiten rum und die Hälfte war auch dann weg und dann habe ich welche verschenkt und irgendwann hatte ich nur noch so ein bisschen und dann bin ich die einmal mit Wirt durchgegangen und habe dann gemerkt, oh, da ist irgendwie ein 150-Euro-Ding, da ist 200 Euro, da 50 Euro. Ist schon interessant, was man so an Werten einfach nur liegen hat, weil man lange nichts damit macht. Ja, ich hatte auch schon etliche Presskits, die ich dann weggeworfen habe, weil es einfach ein Stück Papier mit irgendeiner Anleitung war. Ja. Dann siehst du, oh ja, jetzt wollen Leute 1000 Euro für haben. Interessant. Ja, die Frage ist natürlich, ob man das, also ob das den Wert wirklich hat. Also ich zweifle da an. Ich meine, Leute regen sich über Krypto und NFTs und Aktien auf, aber bei Spiele weiß ich nicht, ob da der Wert wirklich Lass uns mal kurz bei den Spielen bleiben, weil das ist ja der Hintergrund der Sendung hier, weil es einem Ausklipp ist. Aber lass uns das erste Bild noch mal kurz zeigen. Eben dieser Grund von wegen, dass die Sachen bei Sammlern bleiben. Also das ist natürlich ein Extrembeispiel. Es gibt sehr viele Leute, die sich diese Komplettsammlungen aufbauen. Manche, die ganz hardcore drin sind und zehntausende Spiele haben oder die komplette, das ist, glaube ich, die japanischen Mega Drive-Spiele, die da alle da drin sind. Und natürlich, je mehr bei Sammlern bleibt, ob im kleinen oder großen Maße, desto weniger geht
wieder zurück. Das ist jetzt final irgendwo in dem Schrank. Ich habe auch schon Spiele, die ich damals im Karstadt gekauft habe vor 30 Jahren, die seitdem nicht im, in Zirkulation sind. Und dementsprechend, je mehr dieser Sammlertrieb kommt, umso weniger Verfügbarkeit gibt es. Das ist einer der Gründe. Ja, also das, wenn weniger da sind, können die für mehr verkauft werden. Der zweite Grund, es wird natürlich auch mal mehr verstärkt in Richtung Nostalgie dann gegangen. Und wir sind gerade so in der Zeit, wo die Leute, die in den 80ern, 90ern groß geworden sind, die sind jetzt im sehr kaufkräftigen Alter. Und das hast du nicht unter anderem auch gemerkt, wo das Nintendo Classic Mini vor ein paar Jahren gekommen ist. Oh, endlich wieder, ich bin ja jetzt kein Hardcore-Gamer mehr, aber ich kann doch mal so ein Stück Nostalgie wieder zurückholen. Hole ich mir so eine Mini-Konsole oder, oh, wie wär's toll, mein Lieblingsspiel damals war Mario 3, wenn ich mir jetzt so ein Original hole und in den Schrank packe, dann ist es so ein nettes Sammlerstück. Das heißt also, kaufkräftige, nostalgisch veranlagte Leute nehmen auch einen guten Teil der Videospiele mit. Hm? Ich frage mich schon, also ich meine, irgendwann, auch diese Leute werden irgendwann alt und wollen es entweder weghaben oder die Erben oder die Kinder, ne, die wollen das dann irgendwann nicht haben. Das ist so wie die Briefmarkensammlung vom Opa, die Münzsammlung, die Sammlung wertvoller, weiß ich nicht, Teller. Ich habe zum Beispiel, meine Familie hat Sammelteller. Wo mir dann auch immer wieder gesagt wird, ja, aber bitte schmeiß die dann nicht weg und du kannst die dann haben und hier und die, guck mal, was die wert sind. Und dann siehst du da so eine Liste von 1970, wo dann irgendwie jeder Teller, der irgendwie erklärt wird, dass der super viel wert ist. Und ich guck online und sehe direkt, okay, das sind einfach 5 € pro Teller. Ich habe schon gar keinen Bock, den Scheiß überhaupt nur zu verkaufen. Und was ich damit sagen will, ist, dass jede Generation hat ihre Verarschung, ihre Sammelverarschung. Und für unsere Generation sind das meiner Ansicht nach haptische Spiele, die irgendwann in 50 Jahren auch keinen mehr interessieren. Ich weiß es nicht, aber nur weil es selten ist, ist es nicht automatisch was wert. Ist meine Einstellung mittlerweile dazu. Ja, der monetäre Wert gegenüber dem ideellen Wert oder dem tatsächlichen Wert, das kannst du einfach nicht gleichsetzen. Aber was ich meine ist auch, dass die Leute, die dem Ganzen einen Wert geben, irgendwann ausgestorben sind. Weil das auch viel getrieben wird durch Nostalgie, durch dieses als Kind durfte ich es mir nicht erlauben, jetzt habe ich einen fetten Job, jetzt kann ich mir das nebenbei kaufen. Also ich sehe da auch durchaus eine Halbwertszeit für dieses ganze Thema. Müssen wir mal abwarten, weil da habe ich später noch einen Punkt, der vielleicht dem so ein kleines bisschen entgegenspricht. Gerne, ist ja nur eine Theorie, ne? Genau, das ist ja alles. Ich habe auch jetzt spekulativ erstmal, ich habe geschaut, das sind meines Erachtens die Gründe. Ihr könnt natürlich gegenseitig Argumente auch mal in die Comments reinschreiben oder sagt, ja, ich glaube, der Punkt passt eher weniger dazu. Wir nehmen den nächsten Mal mit rein, weil wir hatten ja gerade ein bisschen länger eine Pandemie, wo viele Leute daheim geblieben sind und dementsprechend viel Zeit hatten. Und wir hatten natürlich verstärktes Gaming während der Pandemie. Hier exemplarisch mal ein moderneres Spiel mit Animal Crossing, was einfach abgegangen ist wie nichts. Ne? Hat mich trotzdem, also dass überhaupt, dass solche Sachen in der Pandemie verstärkt auftraten, wundert mich ein bisschen, weil man irgendwie das Gefühl hatte, dass man während der Pandemie ja auch Leute hatten keine Jobs, haben nur noch halb, also wurde halbe Stellen bezahlt und man hatte ja jetzt eher das Gefühl, dass die Leute mehr strugglen. Und das passt, finde ich, nicht so gut zusammen mit, ich richte mir jetzt meine Super Nintendo-Sammlung ein. Aber Schein ist ja wahr, nur ich wundere mich. Es ist auch immer, das kann man nicht pauschalisieren von Person zu Person. Ja. Du kannst natürlich bei sowas auch sagen, hey, ich bin so gestresst vom Alltag und ich habe Jobprobleme und dies und alles. Ich möchte mal raus. Ich muss kurz mal emotional flüchten sozusagen. Und ob du dann für 800 Stunden deine Animal Crossing-Sammlung aufbaust oder das auch in den Retro-Bereich reinspielt, Mann, endlich wollte ich das originale Super Mario World haben, was ich mitnehme. Auch das, ne? Verstärkt auch wieder auf Retro-Spiele gekauft. Du hast recht. Und man hat sowas wie Urlaub nicht, die Kosten gehen weg, ne? Man geht nicht mehr groß raus, also in diesen 2 Jahren. Man spart sich plötzlich Geld, was man sonst nicht hatte. Ja, ich habe eigentlich nicht genug Geld durch weniger Job, aber ich habe mehr Geld, als vorher übrig ist, weil ich nichts für frivole Sachen sonst ausgeben kann. Wie gesagt, einer der Gründe. Der nächste, da muss ich mir vielleicht ein kleines bisschen an die eigene Nase fassen, wobei ich zähle nicht ganz zu dieser Gruppe dazu, aber wir lassen das nächste Bild mal zeigen. Beliebte YouTuber machen Retro-Content. Gerade im internationalen und US-Amerika, also englischsprachigen Bereich, so jemand wie Metal Jesus Rocks ist ein sehr erfolgreicher YouTuber, der seit Jahren Videos mit hunderttausenden Klicks weltweit macht, wo er sagt, das sind meine Top 10 Geheimtipps, das sind die Spiele, die ihr euch dafür holen solltet, das sind besondere Sachen, auf die wir gepackt werden oder auch mal anders verpackt, wie bei einem Angry Video Game Nerd. Es gibt so einen Kanal namens GameSec, der immer sehr, sehr schöne Videos macht. Und man hat es teilweise gemerkt, also hier der Retro Club ist natürlich ein ähnlich veranlagertes Format, aber wir sind im deutschsprachigen Raum ein bisschen kleiner, eben als diese ganzen internationalen Sachen. Also kann ich nicht jetzt sagen, ich habe jetzt einen großen Effekt, wenn ich sage, oh, ich mag das seltene Spiel, dass auf einmal die eBay-Preise so hoch gehen. Man hat es bei den großen US-YouTubern tatsächlich gemerkt. Ne? Da macht irgendjemand, der dann Video Game Nerd nah ist, auch so ein Special Video. Und auf einmal die Gebrauchpreise siehst du dann in der Woche
gehen auf das Doppelte hoch. No? Ja, irgendwie logisch, ne? Weil in diesem Moment viel mehr Leute dann Zugriff drauf haben, wenn man, das ist ja der Klassiker, wenn man dann irgendwie 6 Monate warten würde, kann es gut sein, dass es dann wieder abgeappt ist, weil eben es gibt nur eine begrenzte Masse an Spielen, die halt überlebt haben von einem Titel und wenn dann halt doppelt so viele Leute das haben wollen. Aber ich finde diese Dynamik immer wieder faszinierend, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich so funktioniere, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde dann sagen, naja, brauche ich das Spiel, brauche ich Sonic 2 jetzt oder warte ich einfach ein Jahr, weil es ist ja eh ein Sammeltrieb, also du kannst ja deinen Fokus auf irgendwas anderes richten und das dann einkaufen. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich bin da echt froh raus, weil ich hatte, für mich war das irgendwann auch eine, man merkt schon, dass einen das so süchtig macht in gewisser Weise, dass man auch nie zu Ende fertig wird, weil du kannst endlos sammeln, kannst immer irgendwas sammeln. Und ich habe es vor allen Dingen gemerkt, wenn ich dann in, zum Beispiel in Japan war, ich war ja früher 2-mal mit Trant in Japan und dann, das ist ja der Hammer, ne? Da ist ja so viel Kram, den du kannst. Alles für umgerechnet so einen halben Euro dir holen, ne? Es ist Hammer, aber es war trotzdem auch teuer. Aber dann kaufst du dir da 10 Spiele und ich weiß bei der Hälfte von diesen Spielen nicht mal, wo die gelandet sind, weil ich die einfach verliehen habe und nie wiederbekommen habe. Ich habe die nicht einmal gespielt, ich weiß, ich habe sie gekauft und dann denkst du dir, what the fuck, warum hast du das überhaupt gemacht? Weil man in diesem Rausch ist, deswegen, weil man irgendwie das nutzen will, dass man jetzt hier ist und dann denkt man, ja, jedes Spiel kostet 40, 50 Euro, mir egal, kaufe ich. Und dann nutzt es halt gar nicht. Und ich wollte das irgendwann nicht mehr. Ich bin mit 40 Spielen für umgerechnet 300 Euro zurückgekommen. Ha. Okay, das ist aber auch, das ist ein guter Preis. Das war aber, ich habe auch sehr geguckt. Ja. Das waren aber schon ein bisschen hier die so Touristenfallenpreise, weil die Japaner wissen mittlerweile auch, dass die ganzen Gaijins kommen und schön hier die seltenen Super Potato Games haben wollen. Ja, ich war damals noch gar nicht so sehr auf seltene Spiele, aber ich habe dann mal den Neo Geo Pocket Color gekauft und habe dann direkt noch irgendwie 10 Spiele dazu gekauft, obwohl ich die zum Teil dann halt gar nicht gespielt habe. Ne? Es ist einfach der Rausch, der Dopamin-Rausch beim Kaufen. Das ist so ein bisschen das Ding. Und die Packungen, guckst die Packung an und denkst, oh, die ist so neu und die ist aus Pappe und kannst aufmachen, da ist das kleine Modul drin. Das ist einfach ein Gefühl, das kann ich schon noch nachvollziehen. Ja, ich empfehle euch, wenn ihr mal nach Japan kommt und tatsächlich in diesen ganzen Läden Super Potato und wie sie alle heißen sind, seht es als Museumsbesuch in erster Linie, weil die Preise sind schon besser, als wenn man das online bestellt, aber die wissen ganz genau, dass Leute auch sich die Sammlung da voll stopfen und manche sind schon sehr wesentlich höher, die Preise, wenn man sich sowas mitnimmt. Wenn ich mir sage, hey, für umgerechnet 40 Euro habe ich jetzt komplett die NES Super Marios bekommen. Das war für mich jetzt so, ich sage, cool, da freue ich mich drauf, dass ich es mitnehme. Aber man muss nicht die mehrere für 100 oder 1000 Euro da mitnehmen, weil es da gerade vorhanden ist. Also die würden euch auch ausnehmen. Aber hingehen und mal gucken, kostet ja nichts. Ja. Was noch kostet, und der letzte Punkt, den ich reinwerfen will, und das hast du vorhin kurz mal ein bisschen aufgegriffen, wie lange hält sich eigentlich diese Retro-Blase oder diese Preise? Die Spekulanten sind mittlerweile dazu gekommen, denn die Spekulanten haben die Retro-Games entdeckt, so ähnlich wie es die Comicbücher geworden sind, oder Sammelkarten, Baseballkarten in Amerika, Beanie Babies, was auch immer dann ausgelöst hat, dass es großen Sammeltrieb gegeben hat. Ihr habt bestimmt die Nachrichten gesehen, wie ein original verschweißtes Super Mario 64 von der Grading Company, also eine Firma, die extra dafür angeheuert wurde, zu sagen, hey, das ist, die Ecken sind absolut gerade und wir geben denen eine 9/8/10. Das ist wohl für 1,5 Millionen Dollar weggegangen. Zwinker, zwinker. Ach, das ist eine Million? Ich dachte gerade 1500 und dachte schon, boah, ist das viel. 1 Million für so ein Quatsch, Leute. So ein Quatsch. So, das Ding ist es natürlich, die Spekulanten, die gerade. Das ist nur Steuerbetrug. Da kann mir doch keiner erzählen, dass das in irgendeiner Hinsicht, dass das ernsthaft jemand bezahlt hat. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Aufklärungsberichte, die sich nochmal anschauen, dass die Leute, die solche Spiele kaufen für diese Preise und diese Grading Companies, die dann entsprechend dann das Brief und Siegel drauf geben, dass es was wert ist. Vor allem bei Super Mario 64, was eines der meistverbreitetsten Spiele überhaupt ist. Und du kannst dir sicher sein, dass bei dem einen oder anderen irgendwo nochmal ein Karton ist, voll mit komplett verschweißten Spielen oder welchen, die nie aufgemacht wurden, dass das für 1,5 Millionen Dollar losgegangen ist, dass der irgendwas im Argen gewesen ist. Und wenn du so exorbitante Preise siehst, nicht mal so von wegen, oh, ein super seltenes Modul für ein paar tausend Euro oder sowas schon fast gang und gäbe ist, dann bist du dir sicher, du bist bei der Spekulationsblase angekommen. Genau, das sind Leute, die dann draufgehen, die primär wirklich reingehen, weil sie wirklich Geld machen wollen. Manche werden reingelockt in diesen ganzen Retro-Gebrauchtmarkt, wo sie sehen, ey, da kann man so viel Geld machen, da kann ich irgendwelche Idioten ausnehmen, richtig, und auf einmal steigert sich das alles. Das ist, bist du fast schon wieder beim Kunsthandel. Das ist ja auch zum großen Teil ein Betrug einfach, ne? Ja, klar. Also, ist so. Ja, also. Naja, ich weiß auch nicht. Ich frage mich auch bei, also ich kenne Leute, die wissen nicht, wohin mit ihrem Geld, und die investieren es dann in alle möglichen Sachen. Und eine von diesen Sachen war dann zum Beispiel so für 250.000 Magic-Karten kaufen. Okay. Ja, aber ich meine, ne, es gibt einfach in jeder Geschichte gibt es solche Leute. Und
der muss die dann halt im Safe aufheben und kann die eigentlich nicht nutzen, weil die zu teuer sind. Und ich frage mich echt, was das soll. Also für mich ist das so falsch. Ich weiß nicht. Ich kann mich da nicht so reindenken. Da fehlt, also ich kann, ne, ich, offensichtlich habe ich, kann ich mich bei anderen Sachen wie jetzt Bitcoin oder so, kann ich mich reindenken, aber da fehlt es mir dann doch völlig irgendwie. Ja, aber ich möchte auch nur noch mal sagen, weil das immer so negativ kommt. Ich gönne ja natürlich jedem auch seinen Spaß daran. Das ist ja mir egal, wofür ihr euer Geld ausgebt. So. Aber ich bin froh, dass mich das nicht mehr triggert. Ja, für mich ist es eben gerade, weil das einige der Beweggründe sind, warum die Preise so groß geworden sind. Ich habe, wie gesagt, auch natürlich Lücken. Und wenn ich sagen würde, hey, ich will meine Sammlung jetzt nicht verkleinern, aber ich sage, ich hätte gerne noch mal dieses eine Spiel, um mir das ins Regal zu stellen oder um es dann zu zocken. Und da siehst du auf einmal, die Preise sind so absurd geworden, dass du einfach, wenn du schon damals nicht gesammelt hast, heutzutage dich wirklich dumm und dämlich zahlst. Und du musst dazu noch mal sagen, gerade bei den Retro-Games, wenn es nicht sowas wie digitale Re-Releases gäbe, wie Sammlungen gäbe, wie Emulation und ROMs, ne, womit es, also stell dir vor, es gäbe keine ROMs und keine Emulation, die Preise wären wahrscheinlich 40 Mal so hoch, wenn du nur auf diesem Weg Mario 3 spielen könntest. Ja, ne? Das ist wahr, weil es ja dann doch Geschichte ist, die man erleben will. Also wenn man ja das Geld hat, dann zahlt man das und andere schauen in die Röhre, ja. Ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ich finde es auch bei dir tatsächlich okay, weil du bist einer der fast die einzige Person, die ich kenne, die viel sammelt, aber gleichzeitig auch das spielt. Weil du spielst es tatsächlich. Und das ist halt so selten geworden. Ich habe eine Sendung gemacht, kann ich sagen, ich brauche es für die Arbeit. Das ist super praktisch. Aber ist ja gut, genau. Ich habe mir auch lange Ähnliches gedacht und so. Ich habe es ja auch viel von meinem Archiv konnten wir für Game One benutzen und so, weil immer wieder mal, ey, das habe ich noch und so. Und kann man noch mal kurz einspielen. Genau. Super, endlich mal ein Grund dafür. Exakt. Und da habe ich mich jedes Mal gut gefühlt und dachte, ha, endlich. Da lohnt sich's jetzt. Aber das ist ja mittlerweile auch obsolet. Heute kannst du dir ein YouTube-Video einfach runterziehen, wenn du Material brauchst. Ich weiß nicht. Und die ROMs von dir, also du kannst sie auch spielen, ne? Also von dir erwähnt meine ich, man kann sie auch spielen. Ey, ja, ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Auf der einen Seite freut es mich, dass mein Hobby so eine Anerkennung erfährt. Auf der anderen Seite nerven mich halt diese Geldmacher daran. Mhm, ja. Und dieses Absurde wollte ich eben dran festmachen. Wie gesagt, in dem Kontext bin ich mal durchgegangen und habe bei mir in der Sammlung geschaut. Von ein paar Sachen wusste ich, dass die relativ viel wert sind mittlerweile. Ich wusste nicht, wie viel sie wert sind, weil die wirklich, seitdem ich sie gekauft habe, überhaupt gebraucht irgendwo mal auf einer Tauschbörse geholt oder im Geschäft wirklich damals gekauft, wo mein Kassenbon von 94 noch in der Verpackung drin ist. Gerade wenn es um Spiele geht, mit eher, solange die noch lesbar sind nach vielen, vielen Jahren. Solange du auch vor allem dann in kompletter Verpackung, vielleicht auch noch einigermaßen gut erhalten, weil Pappverpackungen werden auch, selbst wenn du die nicht anfasst, auf einmal sind die ein bisschen angeraut nach 20 Jahren, wer hätte das gedacht. Mhm. Oder da kommt ja auch noch dieser wunderbare Disc-Rot auf uns zu. Also Musik-CDs oder Spiele-CDs waren ja auch nicht wirklich für eine längere Dauer als 20 bis 30 Jahre gedacht. Und wenn auf einmal dann die ganze Beschichtung da abblättert und du merkst, scheiße, meine wertvollen Spiele von damals sind nichts mehr als eine Plastikdeko. Ja, aber ist das nicht eigentlich ein echtes Problem? Also das ist sowohl Problem, bei Modulen als auch bei Spielen. Ja. Ist bei Modulen ein bisschen weniger, das ist die Batterie eher, aber weil die Hardware so ein bisschen mehr hält, ich glaube, da hast du noch ein bisschen mehr Zeit, bevor sich das alles auflöst bei CDs. Kommen wir jetzt so, um zu gucken, stimmt das oder nicht, dass die nur 20 bis 30 Jahre halten, wenn die schlecht gepresst sind? Also es gibt manche Sachen, ich weiß zum Beispiel, bei, ist jetzt auch eine kleine Tangente, Batterien in den Modulen drin, ne, für die Safe Games. Mhm. Der Großteil von den Sachen, die ich habe, wenn ich die mal reinlegen kann, die Batterien sind weg, also meine Saves sind weg. Es gibt aber zwei, drei Spiele, die sind dann 30 Jahre alt und die Batterie funktioniert immer noch. Da kannst du also auch nicht sicher sein. Einige halten besser als die anderen. Mhm. Warum, wieso, weshalb, kann ich dir nicht sagen. Also, einmal, um dann Tacheles zu sagen. Ich bin durch die Sammlung gegangen und ich habe dann mal geschaut, was habe ich für die Sachen ausgegeben, was sind die teuersten Sachen, die bei mir tatsächlich vorhanden sind und die ich mir heutzutage so nicht leisten könnte, wenn ich mir genauso die Spiele heute dann kaufen will. Was ich benutzt habe dafür. Wie gesagt, rein eBay ist nicht der beste Indikator, weil da gehst du hin und siehst sofort kaufen für 1000 Euro und noch was. Das sind so Lockangebote, ja, wo Leute einfach mal sagen, hey, ich habe da was Wertvolles, ich schmeiß mal einen riesigen Preis rein. Aber wer kauft das dann zudem? Ich bin auf die Seite pricecharting.com gegangen. Und was diese Seite macht, ist, die trackt über einen gewissen Zeitraum so die Durchschnittspreise, wie so Spartracker, die es im Internet gibt, wo du sagst, hey, wenn ich mir was kaufe, hat die Waschmaschine, wann wurde sie nochmal runtergesetzt, dann kannst du nochmal gucken. Ja, du hast so einen Graph, ne? Der genau, wo du genau zeigen kannst. Sind wir auf einem Peak oder bin ich gerade in einem Tal, kann ich kaufen oder ist es überteuert? Exakt. Und, und bei denen, die berechnen das, die haben eigene Wege, also die gehen nicht über Amazon-Preise oder sowas, aber zum Beispiel, die gucken bei eBay und nur Sachen, die verkauft wurden. Und trennen das dann auch, war das
das ein loses Spiel? War es mit Verpackung? War es etwas, was gegradet wurde? Also nochmal durch die Company und dann hast du unterschiedliche Preise, die dazu gepackt werden. Und ich war verwundert so von manchen Sachen, so ich habe N64-Dinger, sowas wie Paper Mario, da habe ich 140 D-Mark für bezahlt. Das ist zuletzt für 316 Euro losgegangen, also ungefähr der vierfache Preis von dem. Hätte ich ein bisschen mehr erwartet, weil manche dieser Sachen seltener geworden, also noch seltener geworden sind. Aber dann habe ich gesehen, es kamen andere Sachen mit dazu, die tatsächlich dann noch mal ordentlich vom Leder gezogen haben. Also, auf Platz Nummer 8 von meinen teuersten Spielen, das haben wir tatsächlich auf dem Sender hier auch gespielt, Simon, vor einiger Zeit, ist das hier. Nämlich Deep 4 für den Sega Saturn. Ja, das hattest du oder hattest du damit? Hatte ich, ja, hatte ich, klar. Also Deep 4, ein Survival-Horror-Game. Und ich kann euch gleich hier schon mal, bevor wir kurz mal ins Spiel reingehen, die Preise sagen. Ich habe mir das nachgeholt irgendwann mal, ich glaube, über Amazon. Da gab es noch Saturn-Spiele, die du bei Amazon holen konntest, so in den Gebraucht, in der Gebrauchtspalte oder so. Also nicht zum Launch direkt. Da habe ich, glaube ich, 50 Euro für ausgegeben. Ja. Ich fand es für die Sammlung. Altes Survival-Horror-Game, exklusiv für den Sega Saturn, Resident Evil mit Unterwasser-Action und so weiter. Ist jetzt nicht das Günstige, war in Ordnung. Jetzt ist das Wert in der Komplettfassung 446 Euro ist zuletzt dann eines dieser Spiele in der Form losgegangen. Nice. Wo man also direkt dann die Auktion auch dann zu Ende geführt hat. Also auf jeden Fall, also es lohnt sich auf jeden Fall, solche Sachen dann auch länger zu behalten. Es wird ja, wie du sagst, eher mehr als weniger. Aber ja. So wie ich es sehe, kosten die ja auch Miete. Also, du hast Lagerkosten ja, bei dir eigentlich, es oder? Es ist tatsächlich so, ja. Und das kann man auch versuchen. Du musst sie zwischendurch füttern. Du darfst nicht die weiblichen mit den männlichen Games nah in den gleichen Käfig packen. Du musst ein Regal kaufen, musst es irgendwie auch immer wieder schön nicht abstauben, aber doch gucken, dass die noch heile sind oder dass jetzt irgendwie solche bestimmten Sachen, dass die keiner Sonnenausstrahlung ausgesetzt sind und vergilben. Mhm. Also man eine gewisse Pflege investiert man ja dann doch schon in die Spiele. Ja, ausgehend, da hast du einen guten Punkt da auch nochmal getroffen. Also werden wir das jetzt hier sehen. Ihr könnt euch gerne, wir haben eine Handvoll Sessions im Let's Play gemacht, wo wir das mal gespielt haben. Ich habe auch schon gemerkt, das ist kein Spiel, was besonders gut gealtert ist. Ich lasse euch jetzt mal die längere Cutscene hier kurz laufen. Wir werden die auch nicht allzu lange spielen. Ich will nur mal kurz reingehen, ja, einfach damit wir das thematisieren können. Ausgehend davon, je nachdem, für wie viel Geld diese Auktionen losgehen, wie gut ist die Verpackung erhalten? Ne? Beim Sega Saturn ist es ein bisschen besser. Die späteren Saturn-Spiele hatten so eine Plastikschale statt dieser gepressten Pappe, die vorher gewesen ist. Das heißt, die halten sich besser, als wenn du dann wirklich die Sache hast. Und auch nicht jeder, der die Spiele damals als Kind oder als Jugendlicher gehabt hat. Manche haben die Verpackung weggeschmissen, haben die Dinger zerrissen, sind Kaffeeflecken auf der Anleitung. Das ist natürlich alles, was dir oder die CDs sind verkratzt ohne Ende. Ne? Das sind auch alte Sachen, die natürlich vom Preis hier runtergehen. Meine Sachen sind meist gut erhalten, weil persönlich habe ich hier. Pass dich auch drauf auf. Genau, ich persönlich versuche drauf aufzupassen oder stelle sie nicht direkt in die Sonne, habe jetzt nicht meinen dunklen klinischen Raum. Das Ding, glaube ich, würde ich tatsächlich, wenn der Preis so stabil bleibt, auch wahrscheinlich für den dann losbekommen, weil es komplett und vollständig ist. Aber warum machst du es dann nicht? Ich will es haben, das Spiel noch. Ne? Also vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo ich sage, ich will das tatsächlich irgendwann mal zu Geld machen. Wobei, mir geht es dann wirklich sekundär darum, ist es jetzt noch mal die 100 Euro mehr wert oder dann nicht. Dann wäre es wahrscheinlich eher ein Punkt wie bei dir, wenn ich mal komplett mich davon lösen möchte und den emotionalen Wert dann. Ja, ich habe die Spiele gespielt, ich habe das mitgenommen, was ich für mich habe. Da werde ich es vielleicht einmal komplett machen und mich richtig mal ein paar Monate drum kümmern. Im Moment ist es aber mehr so eine Bestandsaufnahme, wo ich mal sehen kann, einfach wie absurd es ist. Weil, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit hätte, hätte ich mir das Spiel damals nicht geholt. Es gibt keine Emulation, das haben wir auch mal als Fallbeispiel reingetan. Wie würde ich das sonst spielen können, außer dass ich gezwungen wäre, an die 450 Euro dafür auf dem Gebrauchtmarkt auszugeben? Für so ein Game, vor allem auch, was ein Survival-Horror-Game ist, was nicht schlecht ist, aber nicht 450 Euro. Der Preis steht in keiner Relation zum Spiel, aber das kennen wir auch schon. Also ich kenne das noch aus meiner Neo Geo-Zeit, wo ja auch, da aus anderen Gründen waren die Spiele da teuer, aber da hast du halt auch überlegt, okay, 400 Mark, 1000 Mark für ein Spiel, oh, wie gut muss das Spiel sein, damit sich das irgendwie rechnet? Und das hat es nicht. Nee, hat es nicht. Ich meine, wenn ich überlege, was das Metal Slug, was damals schon irgendwie mega viel wert war, was das heute wert wäre, ich weiß es nicht. Aber wenn ich jetzt alle Spiele, die ich mal hatte, hochrechnen würde, was ich da heute für kriegen würde, wäre ich Millionär. Aber ich meine, A, weiß man es nicht und B, wie gesagt,
Ja, du müsst, irgendwann war für mich der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so, nee, jetzt verkaufst du es wirklich. Ja, wir können gerne weg vom Spiel, weil so viel möchten wir oder müssen wir davon nicht zeigen. Ihr könnt euch gerne auch mal dann den Rest in Ruhe anschauen. Genau, gibt ja ein Let's Play von uns. Genau, checkt das Let's Play gerne aus. Für den Sinn war es natürlich ganz praktisch, weil das Coole war, ich konnte das Spiel mitnehmen und konnte es im Let's Play spielen. Hier, ne? Also das, was du meinst, was du bei Game One mit deiner Sammlung hattest, genau. Hey, ich nehm's raus und ich habe was Cooles, womit wir Videos machen können. Gregor, ich bin absolut sicher, dass du, wie gesagt, einer der wenigen Leute bist, die das wirklich machen. Also die es sinnvoll machen und nutzen. Also ich weiß noch, wie das war, als du dann bei uns angefangen hast zu arbeiten oder wir alle angefangen haben zu arbeiten hier. Und dann kam plötzlich jeden Tag kam Amazon-Pakete für den Gregor. Jeden Tag, ich weiß nicht, wie wir uns alle Es gab sehr günstig in England, gab es sehr günstig Spiele, die du ja, ja, erzähl das mal deiner Mutter oder so. PS3 und 360 Games aufgebaut. Ich will ja nicht sagen, dass du wie ein Wahnsinniger eingekauft hast. Ich meine, da hat man gemerkt, okay, die Sicherheit ist dadurch ein Job und so, und jetzt lebt er halt, jetzt lebt er seinen Traum. Jetzt kann ich mir mal Sachen kaufen, endlich. Ja, und das habe ich auch schon also verstanden. Also Miete plus Spiele, ja. Ne? Das war das Wichtige. Und nicht genau. Entweder oder. Was hast du denn jetzt noch? Oh, das hatte ich nicht. So, das nächste, warte mal, wir holen das nächste aus. Auf Platz 7 meiner teuersten Spiele ist tatsächlich ein PS2-Game. Und da hängt es mehr mit der Edition zusammen, denn wir haben Persona 3 Face hier, oder Persona 3 Special Edition, das war die zweite Ausgabe von Persona 3 RPG auf der PlayStation 2. Das ist eine US-Version mit einem Pappschuber und einem Artbook. Ansonsten ist das Standard PS3-Spiel drin, PS3-Spiel drin. Und ich gebe dir das mal hier rüber. Das Spiel selber wird bald als Remaster-Neuauflage, als digital nochmal erhältlich sein. Das heißt, man wird einigermaßen günstig drankommen, aber ich meine, das gab es auch zum Beispiel als PS3 Store-Download, dass man so da dran kommen kann. Das heißt also nicht, das war nicht die einzige Version, die man holen kann. Ich habe es mir damals schon zu Euro-Zeiten geholt. Das war 2008 rausgekommen. Ich habe ungefähr 70 Euro bezahlt im Import. Wo ich dann bei manchen Sachen habe ich dann eben Vollpreis bezahlt. Bei dem war es mir wichtig. Aktuell in dieser Edition mit dem Schuber ist es bei 448 Euro, also 2 Euro mehr als Deep 4. In dieser Ausgabe für ein Spiel, was du auch recht häufig günstig in vielen anderen Varianten bekommst. Und schwierig, weil es hier in dem Pappschuber ist und der natürlich leicht kaputt geht. Das ist immer so ein Ding. Ja. Das wäre mir zu, ich würde es nicht mit, ich hätte es nicht hierhin mitgebracht und schon gar nicht in so einer Tüte, weil das natürlich alles immer ein bisschen abschubert. Ja, mach das 3-4 also, Mal und hast du direkt 50 Euro weniger. Solange da keiner drauf tritt, ich bin nicht hier, wir kennen bestimmte. Ja, aber du hast es sogar mir in die Hand gegeben. Wir kennen bestimmt, ja, ich hab's dir in die Hand gegeben. Ja. Und ich weiß, wer du bist, wie du mit Sachen umgehst. Meine alte Couch weiß immer noch ein Lied davon zu singen. Oh ja, ich Nein, aber bei sowas zum Beispiel, ey, ich lasse keine Spiele verpackt bei mir. Also ich will doch, das sind Gebrauchsgegenstände zu einem gewissen Teil. Und mir macht es jetzt nicht aus, wenn da mal die eine Kante ein bisschen abgeflirt ist oder irgendwas. Also wir haben genug Pappenheimer zum Beispiel, welche aus dem Maniac-Forum, die wir noch kennen, die hatten dann solche Diamantlupen, womit sie geguckt haben, ob die Ecken von Super Nintendo-Verpackungen auch wirklich exakt gerade sind. So enorm bin ich da nicht dabei. Ne? Ich bin das Risiko eingegangen. Dann einmal finde auch, also man muss geben. Vor allen Dingen, mal rauf. Es ist ja was anderes, finde ich persönlich, wenn du nur 70 Euro bezahlt hast. Klar, es ist dann irgendwie das fünffache Wert, aber der Wert für dich ist eigentlich ja der, den du ausgegeben hast. Das heißt, da kann man dann auch ein bisschen lockerer mit umgehen. Man darf es nicht zu einem Wahn werden lassen. Also ich finde, die Diamantenlupe ist da meiner Ansicht nach schon 2 Ticken drüber. Weil dann ist die Frage, was genau bedeutet dir da eigentlich was? Geht es dir wirklich nur noch um dieses Gefühl, diesen Wert zu haben? Weil dann kannst du dir auch das Geld irgendwie aufs Konto oder leg es an in Aktien oder in irgendwas. Weißt du, also es gibt eine Menge anderer Sachen, die im Wert steigen. Also es muss nicht ein Videospiel sein, was, und das ist eine andere Geschichte. Ich will jetzt den Namen nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob der da überhaupt will, dass man ihn hier reinbringt. Namen nennen wir besser nicht. Aber ich kenne eben eine Person, die hatte auch wahrscheinlich super viele, auch richtig rare Sachen, Super Nintendo-Spiele. All das, schön Pappe, hat's im Keller gehabt, schimmelte. Oh, alles weg. Du kennst die Person. Ja. Alles weg, die ganze Sammlung weg, alles im Arsch. Das ist ein Schmerz. Den möchte ich nicht erleben. Einfach auch, weil du hast weder die Kohle, nur du bist schuld daran sozusagen. Aber da sind wir wieder beim Thema, wenn du halt keinen Platz hast, dann geht's in den Keller. Und deswegen, irgendwie gefühlt, drehte sich dann alles nur noch darum, wie lagerst du die Sachen, welche davon sind was wert, wann verkaufst du sie überhaupt oder wartest du? Und irgendwann dreht sich alles nur noch um die Werte, nur noch um den Konsum und nicht mehr um das Spiel und um die kulturellen Werte. Und da, finde ich, verliert es dann von diesem
von diesem Wert, den es, dem ideellen Wert, den es hat. Ja, dieses Metagame an sich kann ja Spaß machen. Also Leute, die dann drüber, der Extrawert, der dazukommt über die eigentlichen Spiele, kann man nicht exakt damit gleichsetzen, aber so ein bisschen das Gefühl für die Leute, die auch Achievements sammeln. Ne? Das hat eigentlich ja auch an sich wenig mit dem Spiel zu tun, ist aber eine andere Art von Beschäftigung oder Spaß, den du aus dem Spiel rausziehen kannst, als nur das klassische Spiel. Ist ein sehr gutes Beispiel, weil auch dieses Achievement-Ding war am Anfang super interessant und viele Leute haben das für sich entdeckt und wollten das dann perfektionieren oder komplettieren. Und nach kam immer mehr, immer wahlloser, immer mehr Tipps und Tricks, wie du irgendwie schnell die ganzen Punkte kriegst und so. Und dann wurde das auch zu so einer Arbeitsmentalität. Das wurde dann zum Metagame und irgendwann ging es wirklich mehr darum, alle Punkte zu haben und nicht mehr darum, dieses Spiel zu genießen. Und dann haben Leute, auch Leute, die ich kenne, diese Spiele nur noch gekauft, damit sie diese Punkte bekommen. Und alles wurde so, das war so verrückt eigentlich. Weil es nicht mehr um das Spiel ging. Ja, ich habe mir letzten Endes, aber ich bin auch jemand, der groß auf Achievements zum Beispiel was gegeben hat. Aber ich verstehe, dass manche Leute dadurch einfach nochmal ihre eigene Art von Spaß holen. Und ich verurteile keinen, der auf Achievements hat. Also für mich hat das keinen zusätzlichen Wert. Das hat kein Ende. Genau. Also wenn ich könnte, würde ich allen meinen Gamerscores und die ganzen anderen Sachen löschen, weil ich die einfach nicht auf dem Gewissen belastend haben möchte. Ich habe schon dreimal einen neuen Account. Jedes Mal war der Gamerscore weg. Ich muss da mittlerweile schmunzeln. Haben wir auch davon mal geschaut. Schmunzeln, wenn Leute irgendwie. Früher war das dann so, was, du hast ja voll wenig im Gamerscore. Und ich muss jedes verschmunzeln. Denkst du, es ist mir so fucking egal. Ja. Plus, es ist mein 20.000. Account. So, es ist aber, einfach, aber ich bin froh, dass wie kann ich bei dir mit meinem E-Penis angeben, wenn du keinen E-Penis zum Angeben hast? Oder der es dir egal ist, wie groß der ist, wie viele Bits und Bytes. Ja, es hat halt nicht jeder Interesse an dem Kram. Aber man findet mit einem, also es ist natürlich beeindruckend, wenn du irgendwas siehst, wo jemand was erarbeitet hat. Das ist schön anzugucken. Das will ich auch nicht schmälern. Wie gesagt, es ist immer dieses, es ist eine Gratwanderung, finde ich. Also, gerade jetzt, so wenn du sagst, als Beispiel, diese ganzen Spiele, wenn du die jetzt alle verkaufen würdest und dir davon dann 5.000 Euro, naja, kriegst du schon 50 andere Spiele, jetzt mal dumm gesagt, und quasi die dann wieder behalten würdest, bis die wieder mehr wert sind. Es gibt ja kaum noch Haptisches. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Im Grunde könntest du quasi das wie ein Business aufziehen, fängst mit was Kleinem an, verkaufst, reinvestierst und machst daraus immer was. Dann ist das ja so wie ein Job oder dann ist es ein Hobby. Das kann ich wiederum verstehen, wenn das einen Grund hat. Aber wenn es nur darum geht, alles zu haben, in einer Welt, in der man nicht alles haben kann. 1,5 Millionen für ein Mario 64, was soll ich dazu noch sagen? Das zeigt doch schon, wo wir angekommen sind. Ich sage, so wie ich für mich persönlich das Endgame sozusagen, das Sammeln für mich dann eher sehe. Ich bin fast mehr bei dir in der Richtung da, weil ich bin auch eher jemand, dieses Minimalisieren, Verkleinern, Verschlichtern, glaube ich, nennt man es auf Deutsch, da gehe ich auch ganz gut da drin auf, einfach damit ich nicht von 1000 Sachen umgebe oder die einem so einfach Gegenstände wie ein Klotz so am Bein sind. So ein bisschen diese Freiheit ist mir auch wichtig. Ich werde aber wahrscheinlich, weil auch der Sammlertrieb in mir immer noch schwelt von Jugend an, ja, von da aus, ich habe wenig Geld gehabt, Hauptsache ich hab's jetzt endlich, ne? Das kriegt man super schwer raus, auch nach 30, 40 Jahren. Ich werde wahrscheinlich bei einer sehr kleinen Sammlung, aber dann wirklich sehr pointiert. Ich habe dann 10 Spiele, wo ich sage, hey, das ist mein Final Fantasy VII, was ich damals geholt habe und mir einen ideellen Wert gibt. So ein kleines Mini-Regal werde ich wahrscheinlich haben, so oder so. Habe ich auch gehabt. Also ich habe für einen Zeitraum, bis ich dann alles noch, wirklich, also wirklich selbst die Favorites der Favorites der Favorites irgendwann nur noch hatte. Da war dann sowas wie das Resident Evil, was ich mir damals irgendwie aus Japan geholt habe. Das erste in diesen geilen Pappverpackungen. Wenn machst du auf, siehst noch das zerbrochene Labor. Und das war halt einfach für mich so eine geile Erinnerung. Mhm. Das habe ich dann nicht verkauft für einen langen Zeitraum, einfach weil es für mich eine echte Erinnerung war. Und je mehr Zeit dann vergeht, irgendwann denkst du, ach komm, auch weg damit. Aber du kannst gar nicht, ich könnte nicht aufzählen, wie oft ich das genommen habe. Oh mein Gott. Und immer wieder woanders hingelegt habe. Ja, aber auch. Ich hatte dann diesen Haufen, das verkaufe ich, und dann habe ich es immer wieder runtergenommen. Und der Haufen, ich kenne das Gefühl. Es wurde immer kleiner. Aber irgendwann waren es nur noch 5 Spiele oder so. XCOM für die PlayStation, weil das war irgendwie damals viel wert, als ich es gekauft habe. War ich voll happy, dass ich das noch hatte. Und ist aber, glaube ich, heute nichts mehr wert. Und das Resident Evil und ein paar andere Sachen, ein bisschen was für Dreamcast, aber so eine kleine Sammlung for Show. Mhm. Und die habe ich dann aber irgendwann halt auch einfach weg, weil das war dann irgendwann, hat das auch mir nichts mehr gegeben, aber das ist ja nicht verkehrt, finde ich. Ein bisschen eindampfen ist ja nicht verkehrt. Ey, es ist alles, jede Person agiert da anders, ne? Und manche gehen dann absolut drin auf, wenn sie 5000 Spiele dann haben und die freuen sich richtig drüber, und andere gehen dann drauf, wenn die Spiele selbst hast du mitgenommen, aber du brauchst nicht unbedingt mehr das Physische direkt dann bei dir zu haben. Oder du hast nicht mal mehr die Geräte, womit du es abspielen kannst. Ein klassisches Beispiel, das ist jetzt bei mir auf Platz Nummer,
Was hatten wir? Wir hatten 8, 7, das 6 teuerste. Castlevania Symphony of the Night, sogar noch. Also, ich weiß nicht, ob, okay, das dann, ist natürlich ganz geil, ob das dann mehr bringt oder nicht, sondern von Koji Igarashi, dem Chefentwickler, unterschrieben damals auf der Gamescom, den ich auf der, oder Games Convention sogar damals noch, den ich zum Interview hatte. Ich weiß nicht, ob das den Preis steigert oder schmälert. Ja, weil letzten Endes ist Kannst es so ein bisschen. Abrubbeln? Ja, ich glaube, nee, das wird nicht mehr abrubbeln gehen. Also mit dem, da müsste ich schon hier mit dem Messer dann schaben, dann machst du wahrscheinlich dann das Papier darunter kaputt. Es ist auf dem Papier drauf unterschrieben und nicht auf der. Ach so, nee, auf dem Papier geht natürlich. Ja. Das habe ich damals, das ist auch die eigentlich nicht so geile PAL-Version, das ist natürlich ein Kultklassiker. Das war damals ein Flop. Ich habe es für 50 D-Mark aus der Grabbelkiste geholt, weil es verramscht wurde, weil es keiner haben wollte. Mittlerweile, der Wert davon und dieses Spiel ist x-fach neu aufgelegt. Kannst du für fast alle Plattformen digital noch mal holen. Download auch für die Playstations aktuell. Also du kriegst für ein paar Euro diese Ausgabe in der PAL-Version vollständig, ohne das Autogramm jetzt. Also muss mal gucken, ob das Plus oder Minus ist. Liegt bei 579 Euro. Ja, und hätte man das vorher gewusst, ich hätte mir all diese Spiele, die ich ja auch hatte, einfach aufheben können, aber das weißt du ja vorher nie. Du weißt, ja, hättest du 3 Jahre später verkauft, müsstest du nicht mehr hier sitzen. Ja, ja, wahrscheinlich, aber hätte ich viele Sachen früher verkauft, müsste ich schon lange nicht mehr hier sitzen, aber auch. Ja, gehen wir kurz rein in das Game. Die Spiele an sich waren ja damals, als ich sie verkauft habe, ja auch schon viel wert. Also es war ja schon auch so, dass das eine Menge Sachen dabei waren, die auch schon damals viel wert waren. Ich weiß gar nicht, ob die heute so viel mehr wert sind. Aber das zum Beispiel kann ich mich gut erinnern, dass ich da vielleicht nur 120 für bekommen habe oder so. Also ja, nicht die 500, die es jetzt wert ist. Ja. Bei ein paar Sachen, ich kann es ja auch sagen, wo ich erstmal richtig viel verkauft habe, war so Anfang der 2000er. Also noch, wo eBay und die anderen Sachen relativ neu oder zumindest nicht so viel die Erfahrungen drin waren. Und so manche meiner Kindheitsspiele, das hat es mir schon so ein bisschen in der Seele wehgetan, ein Mario Paint als Auktion für 3 Euro oder sowas zu verkaufen. Ne? Wo ich sage, hey, das habe ich zu Weihnachten bekommen, das landet zumindest bei jemandem, der es dann schätzen kann. Weil mir geht es auch nicht darum, dann 3 Euro oder 30 dazu bekommen. Aber ich möchte die Sachen nicht wegschmeißen. No? Wo ich da damit, also da ist mir das, der Mehraufwand wert. 3 Euro tun trotzdem wert, weil es nicht dem meinen ideellen Wert dann entgegen entspricht. Übrigens, ja, danke, dass du mir Symphony of the Night mies gemacht hast, dass ich nur mit Speedrun-Taktiken das jetzt zocken kann, mit dem Backdash-Cancel. Das habe ich nämlich von Sia gelernt, wie man so schnell sich bewegen kann. Da empfehle ich aber auch, schaut euch die Randomizer-Show an, schaut euch viele andere Sachen an. Das ist, glaube ich, eins unserer meist benutzten Games hier, was wir gemacht haben. Ja, liegt vielleicht auch an Tier, ich weiß nicht genau. Ja, denke ich mal. Lass uns auch rausgehen. Wir wollen, wie gesagt, nur kurz in die Spiele hier reinblicken jeweils. Eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist, während du auch erzählt hast, ich glaube, um jetzt von mir nochmal, ich kann ja nur von mir ausgehen, und ich hinterfrage das die ganze Zeit, warum das von diesem extremen Sammlertrieb irgendwann ins Gegenteil umgeschwungen ist. Und ich glaube, dass es bei mir so war, dass ich als Kind, als Jugendlicher, zum einen habe ich schon durchaus viele Spiele auch bekommen, noch gekauft bekommen, zu einer Zeit, als das noch nicht so üblich war, dass man irgendwie so viele von dem Kram hat. Dann habe ich immer wieder Konsolen auch verkauft und mir davon neue geholt. Also ich hatte immer irgendwie neuen Kram. Und dann habe ich ja auch eine Zeit lang, erzähle ich ja immer wieder gerne, habe ich ja Lösungsbücher geschrieben und die haben damals extrem viel Geld gebracht. Mhm. Also ich habe da echt 10.000 Mark bekommen für ein Buch. Das war Hammer. Da hast du irgendwie 3 Monate dran gearbeitet. Und für ein Kind, für einen Jugendlichen ist das halt der unfassbare. What the fuck, wo habe ich? Exakt. Und wie jeder Vollidiot habe ich das natürlich nicht auf die Bank gelegt oder investiert, sondern ich habe es natürlich in Spiele investiert. Und das heißt, ich hatte immer alles. Ich hatte einen Dreamcast japanisch mit allen Starttiteln für absurd viel Geld und den ganzen anderen Mist und einen PC. Weißt du, ich meine, zum Glück habe ich später mein eigenes Geld dafür ausgegeben. Aber dadurch, dass ich das dann hatte und später als Redakteur kriegst du die ganzen Dinger, die ganzen, du kaufst ja gar nichts mehr. Du sammelst nur noch die Sachen, die du bekommst. Ab und zu kaufst du mal was, weil es dir jemand weggeschnappt hat. Aber dadurch, dass ich dem Ganzen dadurch nicht so einen richtigen Wert irgendwann zuordnen konnte, hat es für mich auch keinen gehabt. Und dadurch fiel es mir, glaube ich, leichter, die loszulassen. Mhm. Ich glaube, das war's. Dass ich nie das hatte, dass ich gedarbt habe und gewartet habe, oh, ich würde so gern das haben und das. Das ist natürlich mega privileged, ne? Ist mir klar. Aber wie gesagt, ich erkläre es ja nur, das ist auch kein Humble Brag, sondern ich meine ja nur, dass ich glaube, deshalb bedeutete mir es mir nicht so viel am Ende. Ja, ich kann es dir sagen, mal von meiner Seite aus, ich habe nicht viel in Sachen Spielen bekommen oder Geld für Spiele. Ich bin dann irgendwelche günstigen Sachen, die mir mal gekauft wurden. Ich habe mir mal eins meiner schönsten Weihnachtsgeschenke war damals, ich habe mir Zack McCracken gewünscht in der Originalfassung. Oh, was würde ich dafür geben? Das würde ich.
Das, oh, ist, gern ist, hätte ich einen Zack McCracken, Alter. Ich sag dir, leider alles komplett zerfleddert, mit Ausnahme die Zeitung habe ich noch, die mit war. Die Zeitung habe ich noch, ich hätte es so gern behalten, aber 70 D-Mark hat das damals gekostet. Ja. Ich hatte ein super schlechtes Gewissen, dass meine Eltern 70 D-Mark für mich ausgeben mussten. Stimmt, aber das sind krasse, da kriege ich so ein, da will ich es haben. Ja, genau. Also das diese großen gerne. Alten PC-Packungen. Mhm. Das war nämlich zu einer Zeit, wo ich auch meine Eltern noch belabern musste, dass man mal ein Spiel kriegt, ne? Und nicht alle. Und da ist bei mir dieser Trieb erhalten geblieben. Ja, ich sage, das sind aber nur manche Sachen, aber du siehst, auf einmal hat es gekitzelt wieder. Das sind so die Sachen, bei manchen Leuten, ist bei sehr, sehr vielen Retro-Spielern, die sagen sich, ich bin Mega-Man-Fan, ich möchte alle Mega-Mans haben, da wird es auch sehr ähnlich. Hier, LucasArts-Spiele, ich habe zum Beispiel alle Monkey Islands noch in der komplett großen Verpackung. So eine Handvoll Sachen, leider kein Maniac Mansion und Zack McCracken mehr, aber dafür die Monkey Islands. Und das teuerste in der originalen PC-Originalversion Monkey Island, das erste, alles original verpackt und neuwertig, für 267 Euro könnte ich das losbekommen. Hätte ich mehr erwartet im Kontext mit den anderen Spielen. Gerade weil irgendwelche PlayStation-Spiele, die es 100 Mal gibt. Ja. Mit den Disketten kann man wahrscheinlich nichts mehr richtig anfangen, aber diese Pappverpackungen sind sehr schön und sehr hübsch und gehen auch schnell kaputt, wenn du nicht gut darauf aufpasst. Plus genau das, also der Wert müsste eigentlich steigen, plus du hast in jeder Verpackung auch so viel Krimskrams gehabt, dass man eigentlich sagen könnte, okay, du hast es entweder komplett oder dir fehlt die Anleitung oder die Codescheibe. Also man könnte quasi graduell den Wert immer weiter reduzieren. Und das bietet sich ja eigentlich gut an für so einen Handel. Aber ja, wundert mich. Aber finde ich nicht schlecht, weil irgendwann vielleicht mal alle Lucasfilm-Games oder zumindest die bei mir was auslösen, hätte ich schon gern. Wenn ich das Chewie da hinten sehe, werde ich auch gleich ein bisschen geil. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das meins ist. Es könnte deins sein. Weil niemand, der das sonst hatte. Hier im Fundus, manche Sachen, die ich mitgebracht habe, andere Sachen haben uns die Zuschauer eingeschickt, Leute, die hier ihren Privatfundus weggepackt haben. Ich meine, vielleicht ist da noch dein Kassenbon drin, wenn du es mal aufmachst. Ich werde es nie vergessen, dass ich hatte damals, hat mir ein Freund diese Viecher an die Wand gesprayt. Mhm. Weil ich wollte irgendwas Cooles aus dem Spiel haben. Da hat er mir diese coolen Monster an die Wand gesprayt. Das hatte ich dann eine ganze Weile. Mach mal auf, vielleicht ist was von dir noch drin. Ne? Also ich bin mir relativ sicher, dass es vielleicht eins ist. Wenn wir wissen, wo es hergekauft wurde, dann kann ich dir sagen, ne? Wenn das jetzt Gelnhausen Jo ist. Da ist ein Kassenbon drin. Wie gesagt, bei meinen habe ich immer den Kassenbon mit rein, aber der ist natürlich irgendwann auch weg. Und schaust dir an, wir haben eine Anleitung, aber die Diskette oder die CD ist auch nur in so einem Standard-Pub, nicht mal ein Jewel-Case oder sowas drin. Ja, es ist nicht so aber das ist doch Blue Byte News sind drin. Also schon die originale Werbezeitung, ne? Das Ding. Das war genau das, was ich in meinem Zimmer hatte an der Wand. Das Vieh. Mhm. Also auch in der Pose. Warum, weiß ich offen gesagt auch nicht. Aber ich fand damals Chewie eigentlich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ich weiß gar nicht, ob das heute noch gut ist. Naja. Also ich hätte mir verglichen mit den anderen Spielen, die wir gleich zeigen, ich hätte gedacht, dass gerade die PC-Bigboxen, da gibt es bestimmt welche, die auch dann für 1000 plus dann losgehen. Aber die ich hatte, Monkey Island, war mit 260 plus das teuerste, was bei mir in der Sammlung war. Das finde ich wirklich verwunderlich, weil das sind Spiele meiner Ansicht nach, die eben wirklich einen Wert haben. Also einen ideellen, weil die sind ja auch wirklich alt. Und gerade die Pappverpackung macht es halt schwer, eine gute Version zu finden. Genau. Also ich hätte so gern noch mal mein originales Zack McCracken oder ein Maniac Mansion für den C64. Ja. Die sind aber auch, ich will da nicht einfach mal 100 bis 200 Euro ausgeben, damit ein bisschen sogar angegriffene Version oder eine halb zerrissene Verpackung bei mir da ankommt. Es ist halt der kurze Dopaminrausch, dann stehen die im Regal, dann guckst du dir die ein, zwei Mal an, aber sag mal ehrlich, da machst du nichts. Ich habe Manic Mansion in 500 anderen Ausführungen. Ich habe so eine LucasArts CD-Collection, die es vor vielen Jahren gab. 10 LucasArts Adventures, 2 CD-ROMs und da sind alle drauf. Die Monkey Islands und so weiter, also die Spiele habe ich. Auch, aber es ist in einem Jewel-Case, wie normale Musik-CD sieht's aus. Und das ist natürlich was anderes, als wenn du die Big Box von Day of the Tentacle und Sam & Max und so weiter drin hast. Ich wurde so oft verarscht bei eBay, ganz früher, als ich noch den Kram mehr zugekauft habe. Da hatte ich habe einmal ein Manic Mansion gekauft. Das war dann irgendwie nur die Classic Edition, die quasi noch mal eine Remastered. Ja, ne? Auf dieser Zeitschrift, ne? Wo er einfach nur eine Zeitschrift bisschen. War, ne? Nee, und das ist, ich habe einmal ein XCOM Enforcer gekauft. Das war so die Weltraumvariante von XCOM. War kein Strategiespiel, sondern war ein Ballerspiel. Und das wollte ich immer mal haben. Und dann dachte ich auch, geil, jetzt kriege ich diese. Und da war es nicht die Box, sondern es war auch nur so eine abgerissene CD mit so ausgeschnittenen Anleitung. Und das haben die natürlich einem vorher nicht gesagt, ne? Das war noch die Zeit, wo man verarscht wurde, noch auf eBay. Heute sind alle schlauer. Aber ich weiß noch, wie enttäuscht ich war, als das kam. Weil ich echt dachte, es kann nicht wahr sein, du hast dich verarschen lassen. Weil das ja komplett nutzlos ist. Du spielst es nicht und sieht nicht gut aus. Also du kannst es nicht hinstellen. Und das war dann komplett nutzlos. So wurde ich mal, okay, nicht so ganz extrem, weil das Spiel normal war und funktioniert hat, aber Metal Gear Solid auf dem Game Boy, das hatte ja ein eigenes Game Boy-Spiel bekommen.
eBay-Auktion, alles komplett mit Anleitung, Verpackung und so weiter. Geholt kommt nur natürlich das Modul dann und sonst nichts. Ne? Oder das Aussage, haben die so gerne gemacht. Hey, ich habe aber nicht nur für das Modul bezahlt, mein Freund. Ne? Ja, ja, oder ich erinnere mich auch noch an die, als die Verpackungen verkauft wurden und Leuten. Ja, genau. Das steht ganz klein, nur Verpackung. Ja. Stand doch drin. Ja, ja, genau das. Also, Platz Nummer 5. Hätte ich tatsächlich gedacht, dass das mein teuerstes Spiel eigentlich in der Sammlung ist, weil das gilt ein bisschen als für viele Leute der heilige Gral, nennen wir es mal. Das ist Panzer Dragoon Saga. Das ist das Panzer Dragoon Rollenspiel für den Sega Saturn. Wurden sehr, sehr wenig davon produziert. Ich habe vor vielen Jahren auch hier im Retro-Club mal was dazu gemacht. Dadurch, dass es so selten gewesen ist und okay, ich trau mich nicht pass lieber auf diese Plastik, gehen schnell kaputt. Die gehen ich will auch sehr nicht derjenige sein, der hier einen Schaden anrichtet. Die gehen auch sehr schwierig auf, muss man sagen, die Saturn-Verpackungen. Es sind 4 CDs, deshalb ist es so umfangreich, deshalb auf 2 solchen Verpackungen. Ich hätte gedacht, dass es das mit teuerste ist, aber erstaunlicherweise, ich habe wesentlich teure Games, die aktuell verkauft werden. Was ich damals ausgegeben habe dafür, hier auch unter Vorbehalt, vielleicht merken es einige Leute, eigentlich fehlt da ein bisschen was, denn es gab hier tatsächlich auch einen Pappschuber dazu zu dem Ding. Es gab einen Pappschuber, wo beide Verpackungen mit dabei gewesen sind. Der Laden, bei dem ich es gekauft habe, hier in Hamburger Videospielshop. Ich bin da reingegangen zum Launch Ende der 90er und ich sehe es da auf dem Regal und dann stand da, hey, Pappschuber fehlt, kostet statt 100 Mark 70 D-Mark. Okay, von mir aus. Ne? Ich nehme es für 70 D-Mark mit, fand das sehr, sehr gut, habe sehr gerne gespielt. Packen wir auch mal hier kurz zur Seite. Und dann sind die Preise exponentiell explodiert. Also selbst in Internetseiten, gehen wir auch gerne aufs Ingame drauf, da können wir ein bisschen was noch parallel dazu sehen. Nach und nach explodiert, das ist das Spiel, was immer so als mit das teuerste galt. Aktuell wurde eine vollständige Version da noch mit Schuber, ging über einen Ladentisch für 583 Euro. Ja, krasse Preise. Kann man eBay-Auktionen sind teilweise bei 1000, 1200 Euro, aber das sind diese sofort kaufen, wir probieren es mal. Genau, ich stell's mal rein und dann andere gucken und denken, ah, das ist 1300 wert. Nee, jemand hat's für 1300 reingestellt. Exakt. Das ist ein großer Unterschied. Und die hoffen drauf, dass irgendeiner sagt, oh ja, das, 20 Leute beobachten, das heißt, es ist jetzt beliebt und ich muss es haben. Ja. Und das Ding ist, das Spiel ist super. Ist ein Panzer Dragoon, kennst du ja als Serie? Ja, klar. Das ist eine Rollenspielvariante davon. Die ich quasi Action oder ja, nee, fast schon rundbasiertes RPG mit so Timing-based Elementen mit reingezahlt haben. Ich lade mal hier kurz. Und das war eins, das ich sehr gern gespielt habe. Ist für mich auch ein All-Time-Classic. Ich nehme mal den Save hier kurz. Muss die alle natürlich neu anlegen, weil meine alten Saves nicht mehr funktionieren, von Anno dazu mal. Und es wäre ein Game, was ich gerne auch allen ans Herz gelegt hätte, wenn es mal eine Version allgemein gäbe. Sega soll den Quellcode verloren haben. Das heißt, deshalb gibt es keine Download-Fassung davon oder Remaster und andere Geschichten. Das ist eigentlich, das sollte eigentlich den Wert durchaus erhöhen, ja. Ja. Hätte ich jetzt auch gedacht. Nichtsdestotrotz, Sega hätte immer noch die Option zum Beispiel als Rechteinhaber zu sagen, hey, das ist ein Spiel, was sich damals durch das geringe Kontingent eh nicht gut verkauft hat. Mal gucken, ob sich das lohnt oder rentiert. Oh, warte mal, nee, da hätte ich nicht rein müssen. Jetzt habe ich ein Rätsel entlöst. Das muss ich eigentlich deaktivieren. Damit kann ich dann durch eine Gegend durch, wo Ventilatoren sind, die meinen Drachen aufhalten würden. Ja, Sega könnte so mit, es gibt ja mittlerweile diese Emulations-Collections oder die packen das, das läuft auf vielen anderen Systemen und das ist eben nicht original portiert, sondern es ist eine Emulation. Damit kannst du ja Sachen anstellen mittlerweile ganz gut. Sega haben es nie gemacht, es gibt keine Digitalfassung davon. Wenn du spielen möchtest, entweder du hast das originale Spiel oder bist dann auf diesen ganzen ROM-Seiten unterwegs, wo du es dann downloaden kannst und das entsprechend dann zu zocken. Es ist kein Spiel, wo ich sagen würde, es ist eine 500 Euro wert. Bei keiner der Sachen, die wir jetzt sehen von dem Preis her, ist es dieses Geld wert. Hier kannst du immerhin sagen, wenn du nicht in diese ganzen Emulations- und ROM-Sachen dann hin willst und du willst ein legitimes Spiel haben, du hast einen Sega Saturn zu Hause, um es zu zocken, das ist ein wertstabiles Ding. Ich könnte mir in der Theorie jetzt ein Exemplar kaufen und ich weiß, wenn ich es in einem halben Jahr verkaufen will, kriege ich sogar vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber mindestens genau das Geld raus, was ich habe. Also kommst du in der Theorie mit plus minus null monetär raus, mindestens, aber hast das Spiel dann gezockt. Kann man so ein bisschen davon ausgehen. Grundsätzlich das Game, wie ihr schon gesehen habt, checkt auch gerne die Panzer Dragoon-Folge aus, die ich gemacht habe. Eigentlich ein Flugshooter, die Panzer Dragoon-Spiele. Lasst uns bitte nochmal drinbleiben, weil ich wollte einmal das Kampfsystem zeigen. Was hier eigentlich ein actionbasiertes Kampfsystem ist, wo man um Gegner drumherum fliegen kann, ist hier in taktische Zonen aufgeteilt, wo ich hier quasi rundenbasiert verschiedene Aufladenbalken habe und Schwachstellen von den Gegnern ermitteln muss. Wenn ich zum Beispiel zur Seite gehe, man sieht unten diesen Radar in der Mitte. Rot bedeutet, der Gegner hat einen Vorteil mir gegenüber. Wenn ich hier zu lange verweile, hat der Gegner
Gegner auf einmal einen schweren Angriff, der mir viel Energie dann wegzieht. Und ich muss zum Beispiel aufpassen, kann ich die Gegner eher in eine prekäre Lage bringen, dass ich hier an ihrer Schwachstelle bin. Und dann, oh, jetzt haben sie sich wieder zum Beispiel wegbewegt. Super taktisch, finde ich, haben sie dieses Action-Serie-Kampfsystem hier umgesetzt. Das ist eine sehr interessante Idee, finde ich. Gar nicht so dumm, ne? Level werden sehr groß, du kannst dann in Dungeons umher sein, teilweise auch sehr vertikal, da du einen Flugdrachen hast und das ist so eine echt cool umgesetzte Fantasy-Story. Als Spiel finde ich es geil, aber eben es hat durch die Seltenheit noch einen ganz anderen Status bekommen, weil das wäre ein echt cooles RPG, was jeder noch mal gerne spielen sollte, ne, wenn man so interessiert ist. Jetzt können wir mal weggehen, weil das Kampfsystem wollte ich ja mal zeigen. Aber letzten Endes, dieser Status des Heiligen Grals ist auch ein bisschen zu viel. Das Game. Was haben wir noch? Oh, ja, das nächste, das können wir relativ fix machen, würde ich sagen, weil da kann man sich auch gerne unser Spektakel angucken, weil ich gebe es dir mal rüber. Ich weiß gar nicht, was das ist. Check it out. Ach, Rule of Rose. Rule of Rose. Das hast du ja vor kurzem uns erst gezeigt. Genau, da hatten wir ein Spektakel gemacht. Also, wir haben, check gerne den Let's Play-Kanal aus. Da haben Simon, Sia und ich ein kleines Roundup gemacht mit Horrorspielen. Da war Rule of Rose mit dabei, ein von Atlus gepublishedes kleines Survival-Horror-Game um ein Mädel, was in ein Internat kommt und dann ganz abstruse, wilde Sachen da passieren. Da haben wir mal reingespielt. Ich habe vor vielen Jahren mal ein Komplett-Let's Play dazu gemacht, aber ich hatte immer schon mal vor, hier auf dem Sender ein bisschen was damit anzustellen. Und das ist auch eines der Spiele, die enorm im Wert gestiegen sind. Ich habe es damals von eBay mir geholt, für knapp 40 Euro umgerechnet. Also es müsste noch zu den, ich weiß gar nicht, ob es dann schon zu den Euro-Zeiten war. Doch, das war schon Euro-Zeiten, also 40 Euro ungefähr. Und jetzt in dieser Fassung, in der US-Fassung, ist es 674 Euro dann wert. Wenn ich mir das dann, also wert in der, so viel ist über den Ladentisch gegangen, als jemand eine Aktion gekauft hat davon. Fast 700 Euro für dieses Game hier, das es auch nicht digital gibt zum Beispiel, offiziell zu kaufen. Schwierig, schwierig ist. Ich will einmal auch kurz reinschauen, weil wenn dann wir dabei sind, Rule of Rose, dass wir einmal hier nochmal reingucken können. Gefiel dir das da, wo wir es gespielt haben, Simon? Ist ein schönes Spiel. Ich fand, von denen, die wir da gezockt haben, war das eines der, wo ich am ehesten nochmal reingucken würde. Mhm. Weil es, ja, es hat eine schöne Stimmung. Also, das ist doch das mit dem Mädchen und dem, genau, dem Mädchen Waisenhaus, und dem wo die Hund, Eltern wechseln. Genau, wo sie dem Hund hinterherläuft. Ja, genau, der Hund. Wir haben ja nur eine halbe Stunde gespielt, aber das war auf jeden Fall eine interessantere Runde als die anderen Titel. Obwohl ich Michigan auch gut fand. Ich denke, bei dem Michigan ist übrigens auch ein Spiel, was relativ teuer geworden ist mittlerweile, obwohl es ein Low-Budget-Game war. Wundert mich nicht, weil es halt, wenn man es heute noch kennt und es verfügbar ist physisch, dann ist es auf jeden Fall mehr wert als früher. Ups. Das sind eher, glaube ich, die Spiele, die entweder komplett kurios sind und deswegen noch was wert, oder halt Leute, Spiele, die quasi einfach, wo sich keiner mehr für interessiert, die verkaufen sich dann auch, glaube ich, in der alten Version nicht mehr gut. Also, weil ich meine, es gibt halt diese ab und zu so ein paar kuriose Spiele, die sind mega viel wert, weil sie so rar sind, weil sie nur wenig produziert haben. Aber schlechte Spiele, die es in normaler Auflage gab, die sind, glaube ich, nichts wert. Ja, ich bin mir nicht sicher. Aber zu einem Teil bei schlechten Spielen, die normale Auflage macht es, ne? Es gibt manche Sachen, wo du denkst, hä, irgendwie ein Familie Feuerstein-Spiel fürs Super Nintendo, weil einfach die Stückzahl so gering war, kommen die Hardcore-Sammler, die dann auf einmal 2000 Euro für eine gut erhaltene ausgeben. Aber wenn es eine vernünftige Stückzahl gab und es einfach so verramscht worden würde, dann wird der Preis auch nicht so enorm steigen wie hier. Hier kommt nochmal dazu, nicht nur eine geringere Stückzahl, sondern das Game hat so einen gewissen kleinen Kultstatus. Survival-Horror geht eh immer ganz gut für eine gewisse Klientel und das hat manche ein bisschen kontroversere Thematiken, die in der Story aufgegriffen werden, die hier nochmal das Spiel ein bisschen besonderer machen. Und auch da, ich war ganz froh, weil ich hatte es mir einfach, weil ich Survival-Horror-Fan bin, dann bestellt online und das eher was Unbekanntes für mich war. Und ich fand es dann auch weird, aber interessant, wie es umgesetzt ist. Check da auch gerne das Spektakel, wie gesagt, aus oder bei Gelegenheit vielleicht das Let's Play, was mittlerweile auch schon 10 Jahre alt ist oder so, was ich gemacht habe damals. Da kann man sich ein bisschen mehr dazu angucken. Wir spielen es gerade auch hier über PS2-Emulation, weil es ein bisschen einfacher ist, diese Sachen so abzubilden. Und ich habe die Auflösung ein bisschen höher gedreht. Das heißt, normal auf dem Fernseher, auf eurer PS2, wird es wahrscheinlich ein kleines bisschen verwaschener. Man kann mittlerweile diese Sachen eben aber auch, deshalb spiele ich die meisten auch über Emulation, da muss ich nicht mehr die alten Konsolen rausholen und kann die Sachen sicher im Regal verweilen lassen, bevor die alle komplett auseinanderfallen. Und ich werde jetzt hier rumlaufen, das ist schon der Part, den wir nicht mehr gespielt haben, wo wir oben im Luftschiff gewesen sind, kurz nach Anfang des Spiels sind wir auf einmal in einem Zeppelin gelandet und sind gerade unterwegs und wollen Lakai der Aristocrat Society werden. Das war die Story.
Ja, die sind die, die anderen Mädels im Waisenhaus haben nämlich einen Aristokratenverein gemacht und wir sind noch ganz unten in der, ja, wir sollen denen jetzt hier Geschenke machen, da habe ich noch nicht die Items, sind ganz unten in der Packing Order und müssen erstmal herausfinden, wie wir uns ein bisschen die Zuneigung holen der Leute, die da in der Verantwortung stehen. Wie gesagt, ich wollte aber auch nur mal kurz reinschauen, damit wir die Spiele hier auch mal gesehen haben. Wir können gerne auch raus, denn die restlichen Sachen, ja, bis auf eins habe ich die eigentlich sehr, sehr häufig auch hier im Sender gehabt. Müssen wir mal gucken, ob wir die ingame-mäßig anschauen wollen. Aber das allerletzte würde ich euch zumindest mal zeigen, weil das teuerste müssen wir schon gesehen haben. Auf Platz 3 meiner teuersten Games ist der gute alte Kultklassiker hier, nämlich das gute alte Chrono Trigger. Ich hätte schon so ein bisschen Angst, das anzufassen. Ach, das ist eh schon. Oh, sogar unterschrieben oder ist das draufgedruckt? Nee, ist wirklich unterschrieben. Es ist unterschrieben, genau. Das sind die Vorteile des Jobs. Es ist unterschrieben von Hironobu Sakaguchi und von, wer war es nochmal? Hier, Kitase, glaube ich. Also einer der, hier der Game Director, damals, die ich über die Jahre mal bei Interviews getroffen habe, ist natürlich eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Einer meiner absoluten All-Time-Classics, ein Favorit. Und das war so ein Ding, das habe ich, ich glaube, vor 12 Jahren im Ausgegraben bei Game One schon mal ein bisschen thematisiert. Als es rausgekommen ist, ich habe in der Videogames, in der Zeitschrift der Videogames, habe ich den Artikel gelesen und dann, ey geil, sowas kommt als Import raus, ist nicht in Deutschland rausgekommen, das sind die Sachen, die ich sehr gern mag. Ich habe kein Geld gehabt, ich konnte es mir nicht leisten. Ich habe es irgendwann dann später in der Hamburger Tauschbörse hier, die dann regelmäßig stattgefunden hat, habe ich es mir dann geholt und ich habe tatsächlich einen Schnapper gemacht. Ich habe 60 D-Mark dann dafür ausgegeben. Hm. Also das hat sich echt gelohnt, von da aus, dass ich lang genug gewartet habe, da hatte ich auch das Geld gerade und meine, das hat gut gepasst da. Ich habe auch eine Zeit gehabt, wo ich sehr gerne über Flohmärkte gegangen bin, um genau sowas zu suchen, so diese geheimen kleinen Geheimtipps sozusagen, wo oft dann der Verkäufer gar nicht wusste, dass die einen Wert haben, aber das hat sich ja im Laufe der Zeit so verschoben, dass da eigentlich nur noch professionelle Händler sind, also die ganz genau wissen, was wert ist. Und damit hat sich das dieses Die Flohmarktentdeckung hast du nicht mehr. Ja, nee, das hast du nicht mehr. Da ist nur noch Schrott und immer derselbe Schrott und immer irgendwie irgendein Händler, mit der auch einfach nur das Ingame-Regie. Da sehen wir auch ein bisschen Ingame dann. Weil es halt Geld bringt. Also es ist nicht mehr, die Experience ist nicht mehr da. Nee, dieses Flohmarkt-Hopping und früher diese Tauschbörse fand ich fantastisch. Da habe ich mich so sehr mit Spielen eindecken können. Das war immer schön. Und die Händler damals wussten zwar auch, das war in Vor-Internet-Zeiten auch so ein bisschen, was ihre Sachen wert sind, aber du konntest da auch Privatleute da haben, die ihre eigene Sammlung dann rausgehauen haben. Du konntest ab und zu mal dann wirkliche Schnapper machen. Das hier bei 60 Euro vielleicht, also man hat es nicht so ganz gesehen, die Packung war ein bisschen angegriffen, da war leicht abgerissen, da war wohl ein Kleber drauf und da habe ich mit Edding drauf gemalt, dass es möglichst schwarz hier ausschaut im Rest. Aber die Anleitung ist dabei, Modul ist dabei, anderen Geschichten eigentlich ganz gut erhalten, Poster sind dabei gewesen und ja, 60 D-Mark war für damalige Zeiten Schnapper. Aktuell wert in dieser vollständigen Fassung, wobei man sagen muss, durch die Abgenutztheit und dass ich hier dieses kleine angerissen habe, kriege ich wahrscheinlich nicht diesen Preis dafür, aber 730 Euro dafür. Ist ein mega geiles Spiel, gibt's aber auch Download-Fassungen davon. Das wäre vielleicht eines, wo ich mir überlegen würde, dann in den Invest zu gehen, wenn ich sonst nicht die Gelegenheit gehabt hätte. Mach es. Verkaufen, meine ich. Na, ich meine, ich hätte es gekauft vielleicht. Ich will aber, dass du es verkaufst. Ich will, dass du eins von deinen Spielen heute noch live online stellst. Jetzt ist aber Pistole auf der Brust, sage ich dir. Da zieht sich alles in mir ein kleines Ich habe nicht gemerkt, wie er verkrampft ist in seinem Stuhl. Ein kleines bisschen verkrampft. Ja, ey, die restlichen Spiele, die ich hier drin habe, da wird es noch schlimmer, weil von denen will ich mich wirklich dann gar nicht trennen. Ja, aber die musst du schon noch zeigen, oder nicht? Also ja, genau. Ich gehe nur mal kurz hier, damit wir auch noch mal ein bisschen was zu sehen bekommen. Denn auf Platz 2 meiner teuersten Spiele ist der Klassiker hier, Snatcher, für das Mega-CD. Ah! Hideo Kojimas bestes Spiel. Ich glaube, das hatte ich auch mal. Habe ich lange gesucht, weil ich das immer cool fand, weil ich immer noch diese, gerade diese beiden Bilder, die hier hinten drauf sind, die habe ich immer angetriggert. Lass auch das Ingame gerne laufen, weil das Intro geht sowieso sehr, sehr lange, aber zeig mal das Bild. Ja. Das war nämlich das eine, war dieses Terminator-eske, wo man eben die, einen Schädel sieht aus Metall und dann diese, ja, diese Action-Sequenzen hier, wie jetzt in dieser Filmsequenz, das hat mich immer angemacht und alle haben mir immer gesagt, das wäre ein geiler Titel und ich wollte ihn immer haben. Ja, das ist irgendwie gerne. Und letztendlich habe ich dann irgendwann gekauft und trotzdem nicht gespielt. Echt? Aber den hast du dann wieder weggegeben, oder? Naja, das war dann so die Zeit, wo ich kein Mega-CD mehr hatte. Ich habe dann nur das Spiel gekauft, weil ich es halt mal haben wollte und habe dann aber auch gemerkt, okay, jetzt habe ich es halt gehabt für 2 Jahre. Mhm. Ich hatte ein Mega-CD damals. Ich habe irgendwann mal, als Sega in die Binsen gegangen ist, haben sie ihre Hardware in den Kaufhäusern
sind, hier verramscht. Das heißt, ich habe für 20 D-Mark ein Mega-CD bekommen, für 30 D-Mark drei Saturns mir geholt und so weiter, 32X für ein 20. Das heißt, ich hatte das da, aber nicht mehr so viele Spiele fürs Mega-CD. Das hatte ich immer im Hinterkopf, weil ich auch, wie du, diese Screenshots gesehen habe. Es gibt diesen einen berühmten, wo der so ein Typ auf dem Boden liegt und sein Kopf ist abgetrennt vor ihm und überall so Blutsplatter oder so. Was sind das für Hardcore-Games hier? Was geht da ab? Ja, ja. Das ist Kojimas Visual Novel Schrägstrich Adventure mit Cyberpunk und Blade Runner Elementen und Terminator zusammengemischt. Hat mir persönlich als Spiel auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es tatsächlich auch erst kaufen können, nachdem ich Metal Gear schon kannte. Das war so Anfang der 2000er zu eBay-Zeiten. Und da wussten schon die Verkäufer, was es wert ist. Das ist die europäische PAL-Version, vollständig erhalten. Mit allem drum und dran ist ja eh nur eine CD drin. Ich habe damals dafür 140 D-Mark ausgegeben. Das war die eBay-Zeit, wo du noch D-Mark bezahlt hast, also noch zu Anfang der Jahrtausendwende. 140 D-Mark würdest du heute dafür nicht mehr das Ding bekommen. Vor allem, es gibt auch keine vernünftige Download-Fassung. Das gibt's digital, unter anderem auf der PC Engine Mini in der PC Engine-Fassung, aber die sind alle nur japanisch. Ja, also nicht diese westlich lokalisierte Fassung, die damals nur in den USA und in Europa rausgekommen ist. Und Alter, ich finde die Musik immer noch so geil. Ich krieg gleich Gänsehaut, wenn ich sie höre. Dieser geile 80er Sinti-Beat. Und hör dir das Saxophon an, Simon. Hör das Saxophon an. Da, jetzt kommt's. Ist das Cyberpunk oder nicht, Mann? Ja, das ist sehr cyberpunkig alles, was man hier sieht. Ist gut, haben sie gut gemacht. Also ich liebe dieses Spiel, ich spiele es alle paar Jahre mal durch. Ich habe vor 2 Jahren komplettes Let's Play kurz vor Weihnachten gemacht, um das nochmal online dann zu haben, weil ich lange Zeit immer anderen Content dazu gemacht habe. Und hier sind die Preise leider auch von jenseits von Gut und Böse, dass wir bei 738 Euro mittlerweile für die Euro-Fassung gekommen sind, die hier ist. Es kann durchaus sein, dass die US-Fassung sogar nochmal ein bisschen mehr wert ist, weil die dann seltener geworden ist. So, ja, ich würde eigentlich das komplette 8-Minuten-Intro durchlaufen lassen, aber lassen wir es lieber mal, weil sonst wird diese Sendung ewig lange. Dann aber nehmen wir es noch ein bisschen die Zeit und gucken auf das letzte Game hier mit drauf. Und ich sag's jetzt schon mal, dieses Spiel, ich persönlich find's ganz gut, aber mich hat's gewundert, dass es tatsächlich das aktuell teuerste Spiel in meiner Sammlung ist. Wobei, es hat schon ein paar gewisse Beweggründe. Wir sind beim Sega Saturn wieder angelangt und wir wären bei Magic Knight Rayearth. Ist eine Anime- und Manga-Umsetzung, gebe ich dir hier mal rüber, aus dem Hause Workman Designs. Kein Buch in der Plastikhülle. Kein Buch in der Plastikhülle. Das sind Hüllen, die hat man gehasst, weil die haben so leichten Bruch bekommen. Wenn du's, und dann war es halt für den Arsch. Wenn du es mal aufmachst. Ich weiß nicht, ob ich das will. Das Ganze machen. Es gibt Sticker. Sticker waren in dem Spiel drin, zusätzlich zu dem Handbuch. Und die Sticker sind noch alle drin. Es gab 3 Editionen von dem Spiel. Einmal jeweils die 3 Mädels, die du spielen kannst, waren auf der Disc mit drauf. Ich habe die mit Hikaru erwischt, damals gebraucht. Und da sind auch mal Sticker komplett drin, inklusive des komplett farbigen Buchs. Oder ich weiß nicht, ob es komplett war, es gibt zumindest ein paar farbige Seiten. Das habe ich noch nie gesehen. Sagt mir gar nichts. Es war nur in Japan und den USA rausgekommen, diese Version dann auch nur in den USA. Es war das letzte Spiel, was in den USA für den Sega Saturn rausgekommen ist, in einem sehr kleinen Kontingent. Action-RPG, Anime-Umsetzung, Working Designs, das sind alles Sachen, die ihre eigenen Fanbases haben, die hier dann nochmal zusammenkommen. Es ist ein Zelda-Klon, würde ich sagen. Nicht so gut wie die Legend of Zelda-Spiele selber, ein bisschen mehr auf Action anstatt auf Puzzeln ausgelegt. Super lokalisiert, sehr liebevoll synchronisiert mit allem drum und dran. Es gibt Manga- und Anime-Vorlagen. Also ich habe damals den Manga gelesen und fand das so cool, dass ich es mir dann geholt habe. Hab dafür auch mit das meiste damals bezahlt. 150 D-Mark hat es für mich gekostet, weil es dann der Standardpreis da gewesen ist. Und ja, da habe ich auch vor vielen Jahren mal ein komplettes Let's Play gemacht. Und ich hatte so im Hinterkopf, dass gerade diese Working-Design-Sachen noch mal im Preis gestiegen sind. Das hier ist auch relativ zum Anfang. Ich kann mit den 3 Mädels hier herumlaufen und ich kann wechseln und jeder hat andere Angriffe. Da kommen später noch Story- und Magieeffekte und alle nochmal mit dazu und große Bosse, die du bekämpfen kannst. Stil sieht sehr cool aus, wenn man so Anime- und Manga-Sachen mag. Also die haben schon einen schönen Aufwand gemacht, inklusive der guten Lokalisation. 150 D-Mark habe ich ausgegeben. Simon, wie viel würde ich jetzt für mein teuerstes Spiel bekommen, wenn ich es verkaufe? Ja, jetzt aufgrund dessen, was du bisher an Zahlen genannt hast, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass es vielleicht an der Tausender-Grenze knuspert. Ja, du bist sehr akkurat. Ja. Knuspern ist, glaube ich, ganz richtig. Es ist zuletzt für 997 Euro über den Ladentisch gegangen. Das ist wirklich ganz knapp dran. Ja. Gut gemacht, wie du das gekauft und dann
nichts gemacht habe. Und dann nichts gemacht habe. Ich habe es einfach gekauft und dann das da gelassen. Nö, aber da kann man ja, ich meine, im Ernst, ich finde das ja auch schön, man kann ja gerne auch dann zum Beispiel die Top 20 teuersten Spiele, die man hat, auch behalten, einfach weil es irgendwie geil ist, sowas zu haben, solche Werte. Was mich interessieren würde, wie ist nochmal deine Adresse? Und in welchem Stockwerk bist du? Sorry, das wird keiner erfahren hier. Unabhängig davon. Ich glaube, wenn ich sage, oh, genug gesehen davon, weil das sollte ja nur ein kleiner Blick drauf sein, was für eine Art von Spieler es sind, die dann so es behalten haben. Wenn ich meine Sammlung runterdampfe, ich glaube nicht, dass ich da nach dem monetären Wert gehen würde, nur weil es jetzt die aktuell teuersten sind. Da sind ein paar Sachen dabei, die mir persönlich auch ein bisschen was bedeuten, aber bei anderen würde ich sagen, hey, ich habe eh eine Download-Fassung davon, also who the fuck cares, weil das Spiel kann ich immer wieder dann spielen. Es wäre echt so ein emotionaler Wert, weil ich verbinde ja auch mit den Spielen dann zum Beispiel, wenn ich sie aus dem Regal rausnehme, hey, zu der Zeit ist das in meinem Leben passiert oder du kriegst so ein bisschen wieder die Erinnerung dran, was war, als du damals XCOM gespielt hast. So eine leichte nostalgische Verklärung, die nochmal mit dazukommt. Das wäre für mich wichtiger, als zu sagen, oh, das ist X Hunderte oder Tausend Euro oder so wert. Ne? Und deshalb hat es mich so verwundert, einfach nur mal 8 Spiele rausgeholt. Und in der Theorie könnte ich 5.000 Euro ungefähr dafür bekommen, wenn man es zusammennimmt. Ja, dafür bekommst du ein Drittel Bitcoin. Lass mich noch mal 2 Wochen warten, da kriege ich 3 Bitcoins. Ja, vielleicht. Ja. Vielleicht auch 5. Also, es kann gut sein. Wie, ne? wie viel Doge kriege ich dafür? Das war die Doge, ist, glaube ich. Ist es sind vorbei? Die bei 10 Cent? Nee, vorbei. Also, vorbei ist es immer und nie. Also, es ist, wenn Elon Musk mal wieder irgendwie das falsche Koks genommen hat, dann geht es vielleicht wieder nach oben. Aber im Grunde ist Doge deutlich höher, als es früher war. Willst du wissen, wie viel Doge ich mal hatte? 68 Millionen. 68 Millionen. Ja, 20 bis 30 Millionen Euro wären das. und ich habe alles verloren. Also ich kann Krypto niemandem erzählen. Es tun sich Abgründe auf. Ja, komm. Das ist doch alles. Das ist doch alles nur. Am Ende ist es auch nur Geld. Und ich hatte meinen Spaß. Muss auch nicht nochmal sein. Vielleicht ist in irgendeiner der Spieleanleitungen noch so ein Bitcoin drin versteckt, was jemand dann da gelagert hat und dann gebraucht hat. Das ist ein Private Key, ne? Ja. Es gibt ja so viele geile Geschichten von Leuten, die halt, der eine Typ sucht doch irgendwie jetzt seit Jahren, sucht er doch seinen Rechner auf dem Schrottplatz. Genau, wo er die Müllkippe nochmal umgraben lässt, weil Festplatte mit 100 Millionen Bitcoin ist. Allein die Suche hat ihn jetzt schon 500.000 gekostet. Und ich meine, ich kann das verstehen, weil man nie wieder, das ist wie ein Lottogewinn, wo du das Ticket nicht findest, du kommst da nie wieder raus aus diesem Gedankenstreusel. Da ist mein Leben falsch abgebogen. Das wird's dann sein, ne? Ja, aber ich nehme an, wir sitzen hier in 50 Jahren und machen denselben Quatsch mit, ich will nicht sagen NFTs, aber mit irgendeiner anderen digitalen Form des Besitzes wird man dasselbe dann machen. Also die Dinger sind ja jetzt schon absurd. Ich habe mir 200 Euro, ich mache das ja nicht mehr, ne? Aber ich habe mir 200 Euro überwiesen, aber? weil ich eine Sache hatte, wo ich dachte, ey, das finde ich ganz geil. Das sind so Digital Animals irgendwie. Ich weiß nicht, ob die wirklich so heißen oder ob das jetzt nur das Genre ist, aber die mintest du dann und dann sehen die echt schön aus, so Kristalldinger und so. Und dann kriegen die noch eine Seele und dann kriegen die Attribute. Ja, ich weiß. Lass mich doch kurz erzählen. Pokémon? Und dann, als ich mir das Geld überwiesen habe, haben die 30 Euro gekostet. Und mir wurde gesagt, ich habe gehört halt, dass die halt gerade sehr populär sind. Da dachte ich mir, oh, davon gibt's 8.888. Mhm. Ich hasse NFTs, möchte ich dazu sagen. Aber da dachte ich mir, oh, naja, komm, 30 Euro, holst du dir mal ein paar. Und als das Geld dann wirklich da war, an der Stelle, wo es hin musste, dann waren die schon irgendwie 120 Euro, eine Woche später. Und habe ich mir zwei gekauft. Und das reicht jetzt auch. Eine Katze und eine Krake. Weil ich dachte, Katze und Krake, damit kann ich leben. Aber ich konnte schon nicht mal mehr eine minten, weil das quasi schon alles gemintet war. Mhm. Das gab schon alle. Und so ein Kram, es kommen ja jeden Tag Hunderttausende davon raus. Also es ist ja absurd, wie viel es gibt. Die Frage ist natürlich, ob das irgendwen interessiert. Weil es ist auch mit einem, also was ich dazu sagen sollte, ich kaufe jetzt nicht einfach irgendeinen Quatsch, sondern das war, in dem Fall ist das verbunden mit einem Spiel. Also sowas finde ich immer ganz geil, weil für mich ist das generell bei Spielen die Next Level, dass man in irgendeiner Form wie Magic-Karten, dass du halt Karten hast, die du gekauft hast und dann hast du die. Und ich will dabei sein, ich will mitspielen können. Und deswegen habe ich die geholt. Aber auch da, innerhalb von einer Woche ist es 3 gestiegen. Nächste Woche ist es vielleicht um 100 gesunken. Weißt du, nächste Woche kriege ich vielleicht für 10 Euro. Also du kannst das nicht vorhersagen. Außer dass, wenn Hype da ist, dann geht's kurz nach oben. Siehe Elon Musk und Dogecoin. Aber guck dir den Chart an. Das geht so und dann so. Und dann ist es am Ende halt so eine Treppenstufe mehr als vor Musk. Aber es ist nicht so, als ob die, die oben gekauft haben, werden ihr Geld nie wiedersehen. Um das noch mal auch in Relation zu bringen, dass das kompletter Schwachsinn ist. Ich möchte das hier nicht bewerben.
Ich bin ganz froh, dass ich für mich irgendwann die Entscheidung getroffen habe, mir ist ruhiger Schlaf wichtiger, als mich um sowas zu kümmern. Ja, ach, ja. Irgendwann schläfst du auch ruhig und dir ist das alles egal. Ja, die Stufe will ich noch nicht ganz erreichen, hoffentlich. Also ich mag so bestimmte Communities. Weißt du, ich mag bei neuen Communities mit dabei zu sein und das zu erleben, wie die so irgendwie explodieren und aufblühen. Und tatsächlich, bei Krypto war das echt eine super interessante Zeit. Also, wie gesagt, ich habe keinen einzigen Gewinn gemacht, keinen einzigen Euro. Aber hätte easy Multimillionär sein können. Aber letztendlich war das auch eine geile Reise. Also, ich möchte es nicht missen. Aber es ist natürlich auch teuer, ne? Also, nehmt dieses Mahnmal einmal ja. oder diese Hinweise einmal. Finger weg von Krypto und NFTs. Schnitt, kauf dieses Krypto. Ja, Leute, aber dieses kleine Gedankenspiel, was wir hier mal gemacht haben, ich fand es eben ganz absurd, wie enorm das geworden ist. Und ihr könnt gerne in den Comments mal ausklabüstern, woran glaubt ihr, denkt es, dass die Preise so enorm gestiegen sind? Lohnt sich Sammeln überhaupt noch? Ist hier vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, seine Spiele abzusetzen und dann zu sagen, ich bin davon befreit, ich habe meine Ruhe jetzt davon und muss mich nicht mehr davon kümmern. Ja, dass man einfach nicht mehr wirklich in dieser ganzen Knochenmühle drin ist. Oder ist es jetzt, wie sagt man da, Hodl? Hodl halten? Hodl. Ja, halte die Spiele, das wird nur noch mehr, wenn du das in Investitionen haben willst. Wie die Leute, die sich dann, was weiß ich, den Halo 3 Helm geholt haben, weil die wissen, der wird irgendwann mal 5 Cent mehr wert sein. Und mittlerweile gar nichts, glaube ich. Irgendwie sowas. Das ist, glaube ich, eine Sache, die kann man nicht sagen. Die Spiele mit ihren Verpackungen und so, die sind was wert, aber diese ganzen. Die Ultra Special Editions, kannst vergessen. Kauft die nicht, weil ihr denkt, dass die mal was wert werden. Das ist der größte Denkfehler. Und da zocken sie euch ab. Weil die es herstellen, wissen, dass ihr so denkt. Aber am Ende des Tages, der Markt wird überflutet mit diesem Plastikkram. Und das ist cool, wenn ihr das gut findet. Wenn ihr jetzt diesen Dead Space, oder nee, ist Dead Space doch, diesen Helm, der da produziert wird. Ja. Wenn ihr den haben wollt, holt ihn euch. Aber erwartet nicht, dass der irgendwann mehr Geld wert sein wird. Definitiv nicht. Nee, das ist diese, für die paar Euro, die du dann mehr da potenziell bekommen kannst, möchtest du dann quasi die Lagerstätte sein oder müsstest du es bei dir haben und dich darum kümmern und regelmäßig zu checken. Genau. Das nimmt einfach, ist das die paar Euro extra wert? Also wenn überhaupt. Diese Special Editions und so, die werden sowas wie die Sammelteller in 30 Jahren sein, wo eure Kinder dann denken, oh, der Vater, ey, hat so viel Scheiße gekauft. Du, was machen wir mit dem Halo-Helm und dem Dings-Helm? Willst du den? Nee, soll ich mir den wohin stellen oder was? So wird das sein. So oder so. Wenn ich mich nicht davon trennen sollte, wird das eher alles irgendwann in der Mülltüte landen. Also, ne? Naja, also wie gesagt, du kannst ja irgendwann verkaufen, dann machst du eine schöne Rente. Genau, wenn ich es mal verkaufen wollen würde, aber wenn es irgendwie ist, ach, das liegt jetzt im Regal, who the fuck cares, dann wird irgendwann mal bei mir die Wohnung ausgeräumt, das landet alles im Landfill, auf der Müllkippe. So ist es bei den meisten Sachen. Ja, leider. Anders wird es nicht sein. Leute, auf dieser wunderbaren und positiven Note, schreibt auch gerne in die Comments eure Schätzchen mal rein. Das wird mich nämlich interessieren, wenn ihr mal gecheckt habt. Ich habe, wie gesagt, pricecharting.com als Anhaltspunkt genommen. Aber wenn ihr auch andere Medien kennt, die sowas mal sammeln, gerne auch die Tipps mit rein. Und ja, ist ein spannendes Thema, das uns, glaube ich, noch mal häufiger beschäftigen wird. Vielleicht sind wir irgendwann alte Super-Nintendo-Millionäre mit den Handvoll Spielen, die wir alle noch haben. Ja, gut, alt sind wir schon, ne? Ja, genau, aber alte Super-Nintendo-Millionäre. Super Nintendo haben wir das auch. Alt war nur, weil das ja schon automatisch mit dazu gehört. Ja, ja. Wird nochmal aufklabüstert, aber bis dahin sagen wir beide danke. Wir beide werden noch eine andere Folge machen mit einem anderen Thema, was jetzt nicht direkt mit zu tun hat. Checkt gerne aus die ganzen Sachen, die wir hier haben, wie zum Beispiel das Retro Club Merch. Das gibt's ja auch seit einiger Zeit, dass ihr euch im Shop holen könnt. Da gibt's auch den entsprechenden Link unten mit verbaut. Da seht ihr es hier. Mir wurde noch gesagt, wir haben mittlerweile super coole Brusttaschen hier im Shop mit dabei. Wenn man seine Switch dann da reinpacken will, hier aufs Täschchen, gibt's auch mittlerweile im Shop. Geil. Ist ganz nice. Ich weiß nicht, dass wir sowas im Shop haben. Ja, wurde mir gerade in die Hand gedrückt, dass wir sowas haben. Und natürlich nicht vergessen, das ABC der Videospiele in zwei verschiedenen Ausgaben. Ich habe gerade hier das erste momentan da. Checkt es gerne aus, überall, wo es Bücher gibt oder in einem speziellen Angebot im Rocket Beans Shop mit Shirt und Autogrammkarte, wer sich sowas gerne holen Geil. Will. Bis dahin aber, sagen wir danke und tschüss, habt einen schönen Tag.